Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Was war das für ein Elend? Ausgeschieden schon wieder in der Vorrunde. Ich bin gespannt, wie unsere Helden in Anführungsstriche zu Hause empfangen werden. Ja, auch im Hause Bosbach in Bergisch Gladbach fanden die Trauerfeierlichkeiten im engsten Familienkreis statt. Aber bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land können die Jungs alles wieder gut machen. 15 Jahre ist super. Mit diesen Worten freute sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in dieser Woche über den Gasdeal mit Katar. Ab 2026 sollen für einen Zeitraum von 15 Jahren jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen Flüssiggas in Deutschland anlanden. Das entspricht etwa oder nur 3% des jährlichen Verbrauchs. One Love, Moral, WM-Boykott und Super-Gasdeal. Wie passt das mit Katar eigentlich zusammen? Das werden sich viele von Ihnen fragen. Zu dieser und anderen moralisch-ethischen Fragen dieses Winters wagen wir heute eine Standortbestimmung mit zwei starken Frauen, die beide wie ein Kompass sind. Die eine für die FDP und die andere für die evangelische Kirche. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Doppelmoral. Wie viel Weltbelehrung können wir uns angesichts des Gasdeals mit Katar noch leisten? Zuwanderungsdebatte. Lösen mehr Einwanderung und eine schnellere Staatsbürgerschaft unsere Fachkräftenot. Mutlose Mitte. Versprechen Politiker ihren Wählern zu viel? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungsexpertin der FDP, fordert Deutschland dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Im Gespräch mit den Wochentestern erklärt sie, was das für die Unterstützung der Ukraine bedeutet und wie sie zum Moralweltmeister Deutschland steht. Dr. Margot Käßmann, die evangelische Theologin und Publizistin, spricht mit den Wochentestern über die großen moralischen Fragen dieses Winters und ob man Wladimir Putin jemals verzeihen kann. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln, auch von mir zu den Wochentestern. Ich habe zum Auftakt ein Thema für euch, das immer wieder in den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer angeregt wird und auch eingefordert wird. Es geht um die Leistungsträger der Generation Mitte. Das sind die 30- bis 59-Jährigen, die 70%, ungefähr 70% der Erwerbsarbeit leisten, Kinder großziehen und sich meist noch um die alten Eltern kümmern. 35 Millionen Menschen gehören zu dieser Mitte und eine aktuelle Allensbach-Umfrage aus dieser Woche hat einen alarmierenden Stimmungseinbruch bei dieser Generation Mitte ermittelt. Der Krieg in der Ukraine, die anhaltend hohe Inflation und die Energieknappheit verunsichern die 30- bis 59-Jährigen in Deutschland nämlich stärker als die Corona-Pandemie vor einem Jahr. Die Sorge vor einem wirtschaftlichen Abstieg ist mittlerweile groß und das, obwohl bei der Mitte vor einem Jahr inmitten des zweiten Corona-Herbstes noch verhaltene Zuversicht überwogen hat. Doch nur 12 Monate später ist dieser Optimismus offenbar komplett verflogen. Denn obwohl 83% den Staat in der Pflicht sehen, die Krise abzumildern, traut die Mitte der Gesellschaft dem Staat kaum noch etwas zu. Alarmierende Zahl, 3 von 4 Befragten stellen dem Krisenmanagement der Regierung ein schlechtes Zeugnis aus. Das führt mich zur Frage an euch. Wenn die gesellschaftliche Mitte offenbar so den Mut verliert, wie es diese Allensbach-Umfrage herausgefunden hat, laufen wir dann Gefahr, ein Land von Leistungsempfängern zu werden, die am Tropf des Staates hängen, weil die Mitte, die ja eigentlich viel leisten will, sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich will das nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr, da gibt es ja verschiedene Gründe. Oder ich habe einfach jetzt irgendwann auch keine Kraft und keinen Mut mehr. Ist das eine Gefahr, die da auf uns zukommt? Mit Sicherheit. Wir haben einen Sozialstaat, das ist auch gut und richtig und wichtig so, dass wir den Schwachen und den Ärmsten helfen und unter die Arme greifen, dass keiner bei uns frieren muss oder Hunger leiden muss. Ich glaube, dass die Verantwortlichen
im Moment sehr verkennen, dass diejenigen, die jeden Tag fleißig zur Arbeit gehen, sich wirklich abgehängt fühlen über die Wohltaten, die es auf der anderen Seite gibt. Wenn sich die Gewerkschaft hinstellt, dass man endlich aufhören sollte, das gegeneinander auszuspielen, dann ist das auf der einen Seite natürlich richtig, aber auf der anderen Seite verkennt es natürlich auch, dass die Menschen, und mit 8 Stunden kommt man ja heute in den wenigsten Fällen gerade im Handwerk noch aus. Und wenn man dann mit 3.600 Euro nach Hause kommt, brutto, dann muss man halt sehr, sehr hart rechnen, ob sich diese Arbeit noch lohnt. Wir dürfen nicht aufhören, uns um die Schwachen zu kümmern. Das muss auch im Fokus bleiben. Aber wir müssen natürlich genauso im Blick behalten, diejenigen, die zwischen 30 und 59 oder 60 oder Mitte 60 sogar sind, die wirklich den Laden am Laufen halten. Weil wenn immer gesagt wird, Deutschland ist ein so reiches Land, ja, das stimmt, aber Deutschland ist ein reiches Land, weil wir eine große Mittelschicht haben, die dafür sorgen, dass Deutschland ein reiches Land ist. Und wir müssen auch für diese Menschen, wo immer nur so herablassend gesagt wird, die breiten Schultern, die können noch mehr tragen. Aber das Gros der Bevölkerung, die sind extrem gebeutelt durch die Inflation, durch die Energiekosten und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Ergebnis von der Allensbach-Umfrage die politisch Verantwortlichen wirklich ernst nehmen sollten, dass wir auch mehr den Fokus auf den leistungsbereiten Teil der Bevölkerung haben und dass wir denen auch sagen müssen, wir kümmern auch uns um euch und eure Bedürfnisse. Ja, ja, das ist schön beschrieben, da muss ich auch nicht viel hinzufügen. Denn es ist in der Tat so, dass auch mir viele begegnen, die sich die Frage stellen, lohnt sich das eigentlich noch? Und hier geht es ja nicht um Diskriminierung von anderen, zum Beispiel von denen, die eine staatliche Transferleistung, eine Sozialleistung erhalten. Hier geht es um den Vergleich zwischen dem, was ich an Einkommen erzielen kann durch Erwerbstätigkeit und dem, was ich bekomme, wenn ich eine staatliche Sozialleistung beziehe. Und da stellen sich nicht wenige die schlichte Fragen, lohnt sich das eigentlich noch bei rein wirtschaftlicher Betrachtung? Ja, ein reiches Land, da muss ich immer schmunzeln. Wir gucken immer traditionell voller Sorge auf Italien, weil Italien so hoch verschuldet ist. Das Haushaltsvermögen in Italien ist deutlich höher als das durchschnittliche in der Bundesrepublik Deutschland. Das Haushaltsvermögen der Familien, ja, das ist das Richtige. Der Familien, Entschuldigung. Ja, ja. Ah ja, guter Hinweis, Christian, völlig richtig. Das Haushaltsvermögen der Familien, damit hier kein falscher Zungenschlag reinkommt. Wenn die Union an die Regierung wäre, wir hätten die gleichen Probleme wie die Regierung, die jetzt, also die Ampelregierung, die jetzt amtiert. Vielleicht würden wir die eine oder andere Entscheidung anders treffen, aber die Probleme wären die gleichen und es stimmt einfach nicht, dass nur Hartz-IV-Bürgergeldempfänger, dass nur die Empfänger von Wohngeld wirtschaftlich gebeutelt sind. Das ist auch der Durchschnittsverdiener, der feststellen muss, oh, das Geld reicht, aber der Monat ist eindeutig zu lang. Wir kommen nicht mehr über die Runden. Das führt dann auch dazu, dass man an Ausgaben spart, die man sich früher hat leisten können. Zum Beispiel ein Restaurantbesuch oder ein Theaterbesuch. Also die Lage ist in der Tat schwierig. Umso wichtiger ist es, dass die Regierung die Hilfen, die angekündigt hat, auch schnell wirksam leistet, vor allen Dingen präzisiert, wann kommt was? Und daran fehlt es im Moment und dass man keine Erwartungshaltungen schürt, die man letztendlich als Politik, Klammer auf leider, Klammer zu, nicht erfüllen kann. Das führt dann immer zu großen Enttäuschungen. Verspricht denn die Politik zum Beispiel in Wahlkampfzeiten den Wählern, den Wählerinnen zu viel, was sie nachher nicht halten kann? Ist das so ein bekanntes Muster oder ist das nicht eine richtige Wahrnehmung? Also, dass viel versprochen wird, ist richtig. Das gilt auch parteiübergreifend. Ich unterstelle sogar, dass das alles mit guter Absicht geschieht, weil hier Ziele formuliert werden für die nächsten 4 oder 8 Jahre und dann kommt der 24. Februar und die Welt sieht völlig anders aus. Aber es werden auch Versprechungen gemacht, von denen man eigentlich wissen müsste, Leute, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich nehme mir jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Diese neue Regierung wird dafür sorgen, dass pro Jahr, Jahr für Jahr, mindestens 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Ich habe schon am selben Tag gesagt, nie, kann nie funktionieren. Funktioniert jetzt auch nicht. Dann darf man sich nicht wundern, wenn sich viele Menschen abwenden und sagen, ich fühle mich getäuscht. Ja, das ist leider so.
Danke für eure Einordnung an dieser Stelle. Standortbestimmung ist heute unser großes Thema. Damit haben wir auch begonnen zur Generation Mitte. Wir sprechen nun über die schrumpfende Zahl der Deutschen und wie wir unseren Fachkräftemangel in den Griff bekommen können oder zumindest wollen in den weiteren Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Deutschland hat sich in den vergangenen 8 Jahren deutlich verändert. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, seit 2014 leben immer mehr Menschen in Deutschland, aber viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer. Die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer ist vom Ende 2014 bis zum 30. Juni diesen Jahres 2022, also um 4,4 Millionen auf 12,8 Millionen gewachsen. Die Zahl der Einwohner Deutschlands mit deutschem Pass hat im selben Zeitraum deutlich abgenommen, um 1,1 Millionen auf 73,3 Millionen. Wolfgang, das sind Zahlen, die mitten in die Debatte über Zuwanderung und doppelte Staatsbürgerschaften platzen. Denn die Zahlen belegen, während polnische Zuwanderer zum Beispiel zu 78% einer Erwerbsarbeit nachgehen, sind es bei den syrischen Zuwanderern zum Beispiel nur 35%. Frage, wie kontrolliert sollte oder wie unkontrolliert darf Zuwanderung vor diesem Hintergrund sein? Eigentlich sollte es überhaupt keine unkontrollierte Zuwanderung geben. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Also das gilt für die Identität, das gilt für die Staatsangehörigkeit. Aber das Wort eigentlich ist schon das eigentliche Problem. Denn wenn der Handwerker sagt, eigentlich müsste es jetzt funktionieren, dann ahnt der Kunde schon, dass es dann doch nicht funktioniert. Also ich versuche mal ganz kurz darzustellen, was sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und dass wir aufhören müssen zu glauben, mit noch mehr Zuwanderung, denn darum geht es ja, können wir alle Probleme in unserem Lande lösen, die wir ansonsten nicht lösen können. Der Anwerbestopp für die sogenannte Gastarbeitergeneration wurde ja Anfang der 70er Jahre nicht erlassen von einer Unionsregierung, sondern von der Regierung Willy Brandt. Willy Brandt hat gesagt, wir müssen sehen, wo Verantwortung und Vernunft Halt gebieten. Wir können bei dieser hohen Arbeitslosigkeit nicht noch mehr Zuwanderung organisieren. Und jetzt bitte festhalten, zu diesem Zeitpunkt betrug die Arbeitslosenquote in Deutschland 1,2%. Die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger waren arbeitslos mit einer Quote von 0,8%. Sie waren also unterdurchschnittlich erwerbslos. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten völlig verändert. Es gibt Menschen, die kommen zu uns, weil sie uns brauchen. Das ist vor allen Dingen Zuwanderung aus humanitären Gründen. Das gilt für politisch Verfolgte, also das ist das Thema Asylrecht. Das gilt für Kriegsflüchtlinge, jetzt nicht nur, wenn auch schwerpunktmäßig aus der Ukraine. Da fragen wir nicht nach beruflichen Qualifikationen oder Erfahrungen. Das ist Zuwanderung aus humanitären Gründen. Und es gibt Menschen, die wir brauchen. Das ist jetzt das Thema dieser Tage, Fachkräftemangel. Das ist ein ganz schräger Begriff. Ja, den haben wir auch. Aber wir haben auch einen Arbeitskräftemangel, obwohl wir immer noch eine relativ hohe Arbeitslosenquote haben. Im Rheinisch-Bergischen Kreis, in meiner Heimat, ist es 5,5%. In der Nachbarstadt Köln ist es 8,5% Arbeitslosenquote. Vergleicht mal jetzt das bitte mit den 1,2% von 1972. Aber was die Staatsangehörigkeit angeht, das ist vielleicht mal auch interessant zu wissen, schreibt kein Mensch, sendet kein Mensch, ist aber so. Der weitaus größte Teil unserer ausländischen Mitbürger, der einen Rechtsanspruch hat auf Einbürgerung, nach jetzt geltendem Recht, stellt den Antrag überhaupt nicht. Er stellt ihn gar nicht. Und jetzt werden die Schranken gesenkt, weil man sagt, die Voraussetzungen sind viel zu hoch. Das stimmt überhaupt nicht. Daneben gibt es ja noch die sogenannte Ermessenseinbürgerung. Das ist ein anderer Fall. Aber wenn ich einen Rechtsanspruch habe und den Anspruch nicht geltend mache, ist es unlogisch zu sagen, die Hürden sind zu hoch, die müssen wir senken und wir müssen sehr aufpassen. Und das ist meine Sorge, passt auch zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben, müssen sehr aufpassen, dass nicht eine dauerhafte Zuwanderung stattfindet in die sozialen Sicherungssysteme, sondern auf freie Arbeitsplätze. Wer zunächst einmal hier ankommt, also zunächst in den ersten paar Monaten und ist auf Hilfe angewiesen,
Das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem sind diejenigen, die sich in einem System einrichten mit dem Gedanken, ich komme auch so zurecht. Wobei es natürlich auch viele gibt, die sagen, das ist für mich eine Frage der Ehre, ich möchte nicht vom Staat leben. Das ist für mich eine Frage der Würde, ich möchte den Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit verdienen. Ich kann mich noch gut an die Debatten 2015 im Herbst erinnern. Es ist doch immer der Eindruck erweckt worden, bei den syrischen Kriegsflüchtlingen, überwiegend Ingenieure oder Ärzte, wir sind händeringend auf sie angewiesen. Sie können unser Arbeitsmarktproblem lösen oder zumindest die Probleme verkleinern. Ja, für einen Teil gilt es, aber für einen großen Teil gilt das auch nicht. Aber es ist nicht ungefährlich, das in Deutschland offen auszusprechen, weil dann sofort der Vorwurf der Diskriminierung oder ausländerfeindlichen Ressentiments kommt. Es ist leider in Deutschland schwierig, beim Thema Migration und Integration ganz nüchtern die Daten zu referieren, ohne dass daraus ein Vorwurf erwächst. Das ist leider so. Christian, künftig soll nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz in drei Säulen nach Fachkräften, Erfahrung und Potenzial unterschieden werden. Für alle drei Säulen sind Erleichterungen geplant, zum Beispiel die bessere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, gute Deutschkenntnisse oder Berufserfahrung. War das überfällig? Naja, du hast das ja gerade, die gesamte Problematik, sehr schön einzeln dargestellt und das schließt sich ja daran an. Wenn man das mal sieht, es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Berufe, die sind europaweit innerhalb der Europäischen Union anerkannt. Das sind meistens akademische Berufe. Ansonsten brauchen die meisten Berufe noch eine Zulassung im Land. Das heißt also, die berufsmäßigen, die Ausbildungsabschlüsse sind nicht überall anerkannt und das sogar innerhalb der EU. Das ist ein hochkomplexes System und man kann nicht sagen, ich habe Bäcker in Italien gelernt oder in Ungarn, kann deswegen dann auch als Bäcker da so arbeiten. Das heißt, da müssen wir selbst in Europa noch viel Lehrgeld bezahlen. Und wenn ich sehe, was ich die Tage in den Nachrichten verfolgt habe, dass zum Beispiel am Hand von Frankfurt, da hat die Zulassungsstelle, die anerkennt dann die Arbeitsgenehmigungsanträge, 15.000 unbearbeitete Anträge da liegen. 15.000 nur in Frankfurt. Die Menschen, die da drauf warten, kriegen noch nicht einmal eine Antwort. Es wird Ihnen gesagt, schreiben Sie bitte eine Mail mit Ihrem Anliegen. Die Mail wird nicht beantwortet. Das heißt, auf der einen Seite ist das ja von mir aus auch schön und gut, dass wir das Fachkräfte brauchen und dann auch aus dem Ausland holen wollen und nicht nur aus dem europäischen Ausland, sondern aus dem internationalen Ausland. Was ich mir aber frage, seit Jahr und Tag zahlen wir auch Entwicklungshilfe nach Afrika und überall hin und sagen, die sollen Hilfe zur Selbsthilfe machen. Und wenn wir dann sagen, wir nehmen die ausgebildeten, gut ausgebildeten Menschen aus diesen Ländern, ja, was passiert denn dann dort in den Ländern? Wenn ich es übertrieben sagen könnte, wäre es auch wieder eine Form des Kolonialismus. Das heißt, wir sagen, bildet Klempner aus, Elektriker aus und dann lieber Elektriker und lieber Klempner kommen zu uns, weil bei uns verdienst du deutlich mehr und sonst was. Das heißt, wir wirken dann ja wie ein Staubsauger. Und ich habe das mal in Deutschland beschrieben, die Kreuzfahrtbranche. Vor Corona boomte ja die Kreuzfahrtbranche ungemein. Ganz viele Schiffe brauchen ganz, ganz viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil die natürlich die Gäste sehr viel Geld bezahlen dafür. Was ist passiert? Wie ein Staubsaugerrüssel kam die Kreuzfahrtbranche zum Beispiel in die Gastronomie und hat hoch ausgebildete Menschen abgesaugt, ohne selbst auszubilden. Ein riesiges Problem. Ich vermisse diese Sichtweise in dieser Diskussion. Ich vermisse darum, dass wir zum Beispiel sagen, wenn im Kosovo Pflegekräfte ausgebildet werden und dort gibt es deutsche Firmen, die das dort machen, die auch gleichzeitig zum Beispiel Sprache anbieten, die nach deutschen Ausbildungsrichtlinien arbeiten. Ja, dann müssen wir natürlich auch den Menschen, denen dort diese Kosten entstanden sind oder den Firmen, das erstatten. Wir haben das Gefühl, ja, kommt zu uns, ihr hoch ausgebildeten Menschen, und dann nach uns dort die Sintflut. Beispiel, wir regen uns auf, dass Deutschland in den Wissenschaften hinten angeht. Wir bilden die jungen Akademiker hochspezialisiert an den Universitäten aus.
Und was passiert? Ein Großteil der Besten wandert nach der USA aus. Warum? Weil die Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler oder in den USA viel, viel besser sind. Guter Hinweis. Beim Thema Kräftemangel, Fachkräftemangel gucken wir immer auf das Ausländerrecht. Die, die uns wirklich weiterbringen könnten, die uns wirklich helfen könnten, die haben doch nicht nur die Wahl zwischen ihrem Heimatland und der Bundesrepublik Deutschland, sondern zwischen ihrem Heimatland, Deutschland und 20, 25 anderen attraktiven Ländern auf der Erde. Es ist ja gerade nicht so, dass die Hürden hier so hoch sind, dass sie gar nicht nach Deutschland kommen wollen, aber alle wollen nach Deutschland. Nein, da spielt Aufstiegschancen, also Karrierechancen eine Rolle, da spielt die Sprache eine Rolle, das Klima, Steuerrecht spielt eine Rolle, wo habe ich bessere Verdienstmöglichkeiten, das wird alles ausgeblendet, es wird immer nur auf das Recht geguckt. Es gibt auch andere attraktive Länder als die Bundesrepublik Deutschland und das hat weniger mit dem Recht zu tun als mit den Bedingungen des Landes. Es gibt aber wenig Länder, die ein so ausgeklügeltes Sozialsystem haben, dass die Menschen, die dann zu uns kommen, sie erst einmal aufgefangen werden. Und nur an dem Beispiel der Stadt Frankfurt, wo man sieht, 15.000 unbearbeitete Anträge liegen dort. Ja, wie soll das insgesamt denn umgesetzt werden? Wie werden die Verwaltungen, die das bearbeiten müssen, effizienter? Wo kommen denn die Verwaltungsfachangestellten her, die dann plötzlich noch mehr als diese nur für Frankfurt 15.000 Anträge bearbeiten sollen? Also das ist mir alles doch wieder sehr ideologisch. Wir müssen da handeln, aber wir müssen dann generell handeln und wir sollten auch diese Länder im Blick behalten, wo dann die qualifizierten Menschen herkommen, weil wenn es uns dann gut geht und wir auf der anderen Seite wieder ein Elend erzeugen, ist uns auch nicht geholfen. Die Ampel plant auch einen Paradigmenwechsel bei den Einbürgerungen. Wichtigste Änderungen: der Mindestaufenthalt soll von 8 auf 5 Jahren verkürzt werden. Bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf 3 Jahre. Wer Deutscher oder Deutsche werden will, muss die alte Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Ich habe gerade auch eine Leserzuschrift von einer Australierin, die seit 45 Jahren in Deutschland lebt. Und die hat diese Problematik, die Australierin, folgendermaßen beschrieben. Australien ist ihre Heimat. In Deutschland lebt sie und liebt sie und hat Kinder. Und aber ihr Herz und ihr Aufwachsen ist Australien. Sie darf aber in Australien nicht mehr wählen, weil sie nicht länger als 6 Monate in Australien lebt. Das heißt, doppelte Staatsbürgerschaft hin oder her ist ein ganz simpler, einfacher Mechanismus, wo man das eigentlich in den Griff bekommen könnte. Das heißt, zurück zu der Frage, Wolfgang, wer Deutscher oder Deutscher werden will, muss ja die alte Staatsbürgerschaft nicht mehr aufgeben. Aus der CSU ist zu hören, die Ampel verramsche die deutsche Staatsbürgerschaft. Ist das wirklich so? Gut, so kann man es sehen, so muss man es nicht sehen. Man könnte auch vornehm sagen, das ist eine Art aufgedrängte Bereicherung. Jedenfalls sollen die Voraussetzungen deutlich gesenkt werden. Im Grunde geht es übrigens seit Jahrzehnten bei der Debatte um eine ganz einfache Fragestellung. Ist die Einbürgerung oder soll die Einbürgerung, also die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, als Abschluss einer gelungenen Integration gelten? Oder als Voraussetzung für Integration. Also nach dem Motto, wenn ich die Hürden für die Einbürgerung senke, wenn ich Einbürgerung erleichtere, verbinde ich damit die Hoffnung, dass dann auch Integration eher gelingt. Da setze ich mal dagegen, warum soll ich mich eigentlich intensiv um Integration bemühen, wenn ich auch ohne besondere Anstrengungen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten kann? Und bei dem australischen Beispiel, das ist interessant, denn angenommen, ich komme jetzt zu der Folge, der Hinhaber der doppelten Staatsangehörigkeit als Regelfall. Im Moment ist es zwar der Ausnahmefall, aber kommt in großem Umfang vor, zum Beispiel bei der Einbürgerung von EU-Bürgern. Aber ich unterstelle jetzt mal, es wird der Regelfall. Jetzt wird's richtig kompliziert. Für die Kinder und Kindeskinder stellt sich ja dann nicht mehr die Frage der Einbürgerung, sondern das ist ja dann der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit per Geburt, vermutlich auch der Erwerb der australischen Staatsangehörigkeit, obwohl die Kinder keine einzige Sekunde in Australien gelebt haben, sondern weil jedenfalls ein Elternteil
neben der deutschen dann auch noch die angestammte Staatsangehörigkeit hat. Und die erwerbe ich dann nicht durch Einbürgerung, sondern die erwerbe ich durch Geburt. Das ist unser traditionelles Recht, jus sanguinis. Das andere ist jus soli. Also die Staatsangehörigkeit wird erworben durch den Ort der Geburt. Dann stellt sich auch die einfache Frage, was vermittelt mir die Zugehörigkeit zu einem Volk, zu einer Nation? Ist es der Geburtsort oder ist es die Abstammung von den Eltern? Flüssiggas aus Katar soll ab 2026 über einen Zeitraum von 15 Jahren etwa, Klammer auf nur, Klammer zu, 3% unseres jährlichen Verbrauches decken. Für Wirtschaftsminister Habeck ist der Deal mit Katar super. Ist er das auch für dich, Christian? Ich glaube, Robert Habeck hat mit super gemeint, dass er es geschafft hat, den Deal auf 15 Jahre zu begrenzen. Weil ich glaube, das war am Anfang ein bisschen der Punktus Knactus, dass die Kataris gesagt haben, nein, wenn, das ist ja auch große Investitionen und so weiter, muss das in längeren Zeitraum haben. Ich weiß nicht, 3% des jährlichen Gasverbrauchs, wir sagen, wir sollen ja 20% einsparen. Ich mache mir generell Sorgen, wie es im nächsten Winter weitergeht. Wir konnten unsere Speicher füllen mit Gas, zum Teil noch aus russischer Quelle, bevor die Lecks in den Nord Stream Pipelines da waren und bevor es richtig kalt wurde. 2023 wird sich herausstellen, ob dieser Deal super ist, weil da zieht er noch gar nicht und es wird sich herausstellen, wie super unsere Energielage generell sein wird. Ich verstehe das, dass man auch diese kleinen Ziele als positiv verkaufen muss. Nur diese moralische Überlegenheit, die wir dabei immer wieder an den Tag legen, das passt für mich nicht zusammen. Ich glaube, wir müssen nicht aufhören, uns einzumischen irgendwo und auch deutlich zu sagen, aber wir sollten uns zurückhalten, der Moralweltmeister zu sein und überall eigentlich nur noch Kopfschütteln zu ernten damit. Das steht uns nicht gut zu Gesicht. Wir sollten unsere Friedfertigkeit nicht mit Gleichgültigkeit und Bräsigkeit verwechseln. Das sagt die FDP-Klartextpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wir fragen Sie, wie streitbar wir werden müssen. Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wenn wir bewahren wollen, was uns kostbar ist, müssen wir auch bereit dazu sein. Das schreibt eine Frau, die in den vergangenen Monaten so etwas wie die Kompassnadel der Ampelkoalition in Verteidigungsfragen geworden ist. Denn während Bundeskanzler Olaf Scholz noch zögerte und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht eher durch Affären als durch gute Politik auffiel, definierte sie, wie wir unsere Werte schützen müssen. Wir sprechen mit ihr über das Selfie mit Wladimir Klitschko und über ihr aktuelles Buch Streitbar. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihre Heimat, ihre politische ist die FDP. Ich grüße Sie ganz herzlich. Frau Strack-Zimmermann, wir steigen gleich ins Gespräch ein. Ex-Box-Champion Wladimir Klitschko war in dieser Woche zu politischen Gesprächen im Bundestag und hat auch die FDP-Fraktion besucht. Dabei ist ein Selfie mit Ihnen entstanden. Uns interessiert natürlich auch, worüber haben Sie denn mit ihm gesprochen? Also ich muss erst mal sagen, ich habe gestern in der Bild-Zeitung gesehen, dass ich entzückt gewesen sei. Also das fand ich irgendwie rührend, dass man in meinem Alter noch entzückt sein darf. Ich habe, um das ein bisschen zu erklären, ich hatte Wladimir Klitschko eingeladen, nach Berlin zu uns zu kommen. Der Auslöser war, dass ich wiederum den Berater von seinem Bruder, dem Kiewer Bürgermeister, häufig erlebt habe, auch in der Ukraine. Und wir kamen ins Gespräch und da habe ich gesagt, das ist ja mal toll, wenn wir uns in Berlin mal treffen. Und so passte es dann. Und dann hat er, das war gut, noch andere Gespräche gesucht. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben natürlich über die Situation in der Ukraine gesprochen, über die Ernsthaftigkeit dessen, was dort seit fast einem Jahr, weil 10 Monate lang tobt, über den Krieg, über die Ausmaße, vor allen Dingen über die unglaublichen Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Wir bekommen ja gerade mit, dass nachdem militärisch Herr Putin nicht den Erfolg hat, den er glaubte zu haben, dass vor allen Dingen auf die Infrastruktur gegangen wird. Es sind bis dato 10.000 Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden und ein Großteil eben auf die Infrastruktur, heißt auf Strom. Wenn der Strom ausfällt, gibt es kein Licht, gibt es kein Warmwasser, die Heizung fällt aus und das eben zu Beginn des Winters.
Mit jeder Panzerdebatte sei Ihr Mail-Postfach voller geworden, haben Sie kürzlich in der MDR-Talkshow Riverboat verraten. Kriegstreiberin war einer der vielen Vorwürfe. Wie sehr trifft Sie das persönlich und wo ziehen Sie die Grenze dessen, was sagbar ist und was nicht? Ja, mich hat es am Anfang mehr berührt, als es mich jetzt noch berührt, weil ich einfach merke, dass erstens mal in den sozialen Netzwerken unheimlich getrollt wird. Die meisten zeigen ihr Gesicht auch nicht. Der ein oder andere zeigt es. Das finde ich immerhin schon mal was. Ich habe übrigens auch schon mal einmal jemand angerufen, der so geschockt war, dass er sich gar nicht mehr fassen konnte. Ich erlebe im persönlichen Umgang das sehr selten, dass man mich so angreift. Aber ich trage das mit einer gewissen, wie soll ich mal sagen, Gelassenheit ist vielleicht falsch. Aber das ist ja ein hartes Thema. Krieg, Frieden, Waffen, Sterben. Und der eine oder andere meint, sich dann eben so ausdrücken zu müssen. Also ich trage es mit Fassung und es berührt mich eigentlich nicht mehr, weil die Diskussion ist diesbezüglich müßig. Wir brauchen Waffen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Mir tun nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leid, die nämlich diese ganzen E-Mails lesen müssen, um zu sortieren, wer meint es ernst und wer hat einfach nur einen Knall. Der meint es ernst oder auch nicht, das weiß man bei dem nächsten Kandidaten nie so richtig. Für große Aufregung sorgte die letzte Ausgabe vom ZDF-Magazin Royal, in dem Jan Böhmermann führende Köpfe ihrer Partei, also der FDP, auf einem Fahndungsplakat mit der RAF verglichen hat. In Anspielung auf die Sorge, die Klimakleber der letzten Generation könnten sich zu einer Art RAF entwickeln. Sie waren nicht auf Böhmermanns Satire-Plakat. Hat. Sind Sie ihm nicht FDP genug oder mag Böhmermann Sie vielleicht sogar? Ich hätte wetten können, dass er auch mich dort abbildet, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich viel Humor, hake vieles ab. Als ich das sah, habe ich gedacht, jetzt schaust du dir mal die Sendung an. Ich mache das nicht wirklich oft und das war so doof, das war so platt, was er da brachte, dass ich das nicht weiter schlimm fand. Allerdings dieses Plakat, das geht ja dann durch die sozialen Netzwerke. Und da muss ich sagen, wo hört der Spaß auf und wo beginnt er? Wo beginnt Satire? Ich habe diese RAF-Anschläge in den 70er Jahren extrem erlebt. In der Zeit war ich Gymnasiastin, bin zur Schule gegangen. Ich habe die Ringfahndungen erlebt. Ich habe im Freundeskreis auch meiner Eltern die großen Sorge erlebt. Und deswegen sind für mich diese Bilder, dieses Stilisierte, die Terroristen, so allgegenwärtig und widern mich so an, was da seinerzeit passiert ist, dass führende Köpfe der FDP und darüber hinaus Leute so abzulichten, ich wirklich geschmacklos, blöd und dämlich finde. Und ich glaube, dass Satire Grenzen ziehen sollte, aber wir sollten das jetzt auch nicht überhöhen, sondern abhaken, denn wie gesagt, der Beitrag war durchschnittlich bis unterdurchschnittlich lustig. Dieses Thema Klimakleber, sie könnten sich radikalisieren, das ist ein interessantes Thema, weil wir ja aus den 70er Jahren kenne, obwohl ich solche Vergleiche scheue, ist natürlich so, auch Ulrike Meinhof war eine Journalistin, die sich radikalisiert hat und plötzlich aggressiv wurde und dann wurde sie zur Mörderin. Ich hoffe, dass uns das bei den Klimaklebern erspart bleibt und dass sie vorher auch von denen, die sich gerade umweltmäßig richtig engagieren, eingefangen werden, weil bei allem Respekt, Dinge zu zerstören, Menschen daran zu hindern, zur Arbeit zu gehen, schlimmstenfalls Polizei und Krankenwagen nicht durchzulassen und dann dieser irre Vorfall plötzlich sich auf dem Berliner Flughafen auf der Rollbahn wiederzufinden. Wobei letzteres frage ich mich, was die Sicherheit betrifft, ob da vielleicht mal nachgeschärft werden könnte. Es würde mich als Fluggast doch sehr beruhigen, wenn sich da nicht jeder auf die Rollbahn setzen könnte. Nachfrage kurz, also FDP-RAF-Vergleich. Ist das noch Satire für Sie und nicht? Und Sie haben es ja gerade schon selbst angesprochen, die Klimaaktivisten haben ja auch gezeigt, wie einfach sie mit einer Drahtschneideschere diese Sicherheitsbarrieren überwunden haben. Was mangelt denn da in Deutschland an solchen kritischen Strukturen, wenn da jeder mit einer einfachen Drahtschere doch auf den Flughafen spazieren kann? Ja, also das erste FDP und RAF zu vergleichen, wie gesagt, RAF zu vergleichen, ist wie gesagt geschmacklos, aber Herr Böhmermann lebt natürlich von genau dieser Skandalisierung und deswegen sollten wir das abhaken. Nächste Woche wird eine andere Sau durch diese Republik und durch das Fernsehen gejagt und dann dürfen sich andere aufregen. Also das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Das Zweite, was Sie sagten, das ist eigentlich symptomatisch für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir gar kein Gefühl mehr dafür gewonnen haben oder entwickelt haben. Was ist eigentlich kritische Infrastruktur? Jetzt wissen wir natürlich, dass diese nur begrenzt zu schützen ist.
Also wenn Sie auch über Bahnstrecken nachdenken, das wissen wir alles. Aber Flughäfen, also wenn ich am Flughafen aufgefordert werde, ein Töpfchen Creme, die über 100 Milliliter hat, in die Tonne zu werfen, aus Sorge, dort könnte Sprengstoff sein, gleichzeitig aber einer mit einer Knipsschere aufs Rollfeld kommen kann, zeigt, dass wir einfach falsch gepolt sind. Also sozusagen Gefahr auch nicht erkennen. Und ich bin sprachlos, dass man so simpel auf einen Flughafen kommt. Ich hoffe, dass die anderen Flughäfen das auch wahrnehmen und nicht nur Berlin, und schauen, ob es diese Möglichkeiten gibt. Aber es ist symptomatisch, weil wir die Gefahren, denen wir objektiv ausgesetzt sind, also eine Gefahr mitzudenken, offensichtlich nicht so stark entwickelt ist, wie das angesichts der Situation, in der wir heute leben, dringend notwendig wäre. Halten wir fest, Populismus gibt es von rechts, gibt es aber auch von links. Und die Moral zählt in diesen Tagen offenbar doppelt. Das bringt uns zum nächsten Thema in der Kategorie. Was haben Sie gerade mal eine Woche nach der One-Love-Debatte gedacht, als Robert Habeck einen super Gasdeal mit Katar verkündet hat? Tja, was habe ich da gedacht? Das ist eine Frage, Herr Bosbach, die berechtigt ist. Diese Diskussion um Katar, mich hat das irritiert, weil die richtige Diskussion hätte man 2010 führen müssen. Ja, das ist unmittelbar wahr. Der Vergabe. Da hätte man richtig aufs Blech hauen müssen und sagen, Leute, ihr habt wohl nicht alle Tassen im Schrank. So, da hätte man die FIFA auch mal richtig sich zur Brust nehmen müssen, weil da ist ja der Webfehler. Und die Laufmasche fällt ja immer von oben nach unten. Und da war der Anfang gesetzt und das ist nicht passiert. Also 12 Jahre. Wenn du einmal die Jacke falsch zuknöpfst, dann kriegst du sie nie mehr richtig in die Reihe. So ist es. Insofern fand ich das jetzt ein bisschen der Aufregung too much. Dann die Frage, wer singt was, wer hält sich die Augen zu, wer hält eine Binde am Oberarm. Leute, das ist, wie gesagt, also ich will es nicht vertiefen vor 12 Jahren. Ich kann nur sagen, während den Anfängen mit der FIFA, glaube ich, sollte man noch ein Hühnchen rupfen, vor allen Dingen mit den Herren, der sich da an die Front stellt und irgendwie den Gong noch nicht gehört hat. Aber ich hoffe, dass das auch mal geregelt wird. Es gehört allerdings dazu, übrigens wie auch beim Olympischen Komitee, wenn wir im Westen, also in den westlichen Demokratien, nicht mehr bereit sind, große Sportevents durchzuführen, dann müssen, und es bleiben nur noch Staaten dieser Art, also die Menschenrechte nicht beachten und so weiter, dann haben wir den Salat, um das mal etwas locker auszubilden. Jetzt kamen dann ein paar Tage später die Bilder mit Robert Habeck. Das war natürlich in dem Augenblick, hatte das was Krasses, weil es passte irgendwie nicht. Nicht, dass Robert Habeck mit den Ländern dieser Welt darüber spricht, wie wir kurzfristig Energie kompensieren müssen angesichts der Abhängigkeit von Russland. Da muss ich sagen, da muss man jetzt mal alle Felder bestellen. Dass das aber unmittelbar danach kam, nach der großen Empörung und ja die Innenministerin noch in Katar war, sich auch noch dort Gespräche geführt hat, ob zum Beispiel Menschen, Homosexuelle, die dorthin reisen, überhaupt noch sicher sind. Und dann ein paar Tage später der Wirtschaftsminister, der ja mit ihr am Kabinettstisch sitzt, weiß ich nicht, ob man darüber gesprochen hat, dann so einen Deal macht. Ja, was soll man sagen? Das ist schon ein bisschen strange. Der katarische Energieminister hat ja nun klipp und klar in einem offiziellen Interview gerade mit der Bild-Zeitung gesagt, das wird sich in Katar und in den muslimischen Ländern nie ändern. Das mit der Homosexualität und der ganzen Diskussion darum. Wenn wir jetzt aber diese Bilder sehen und sagen, das war ein super Gasdeal, können wir uns vor diesem Hintergrund die in Deutschland so en vogue Weltbelehrung noch leisten? Oder sollten wir da nicht etwas demütiger werden? Ich erinnere mich noch damals, das werden Sie auch noch wissen, Frau Strack-Zimmermann, Hafenstraßen, besetzte Häuser. Was für eine kleine Aufregung das war. Donani ist darüber zurückgetreten. Und ein Riesenspruch an der Hafenstraße war immer noch Deutschland Hals Maul. Das war jetzt ein Zitat, ja. Und wenn ich das jetzt so sehe, was wir heute moralisch an alle Länder immer wieder anlegen, ist das nicht ein zweischneidiges Schwert, wo wir da uns gerade bewegen? Nein, das ist natürlich der Konflikt, in dem wir uns bewegen. Wir sind in einer globalen Welt, wir sind Exportweltmeister, wir handeln, wir leben davon. Und die berühmten lupenreinen Demokraten können Sie wirklich nur mit der Lupe suchen. Die klassischen, ich sag mal, Demokratien, wo Menschenrechte im Grundgesetz stehen, können Sie an einer Hand abzählen. Das ist natürlich das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Ich glaube nicht, dass wir das Maul halten sollten, um das mal zu übernehmen, was dieser Spruch an der Wand sagte.
ich glaube schon, dass wir aufgefordert sind, dazu Stellung zu nehmen, nicht wegen der Despoten dieser Welt, sondern der Menschen, derer, die in diesen Ländern leben und keine Sprache haben und auch keinen, der für sie spricht. Insofern unsere Bevölkerung, die Menschen, die in Deutschland leben und darüber hinaus zu sensibilisieren, dass wir sehr wohl sehen, was passiert, dass wir gegebenenfalls in dem einen oder anderen Fall auch deren Sprachrohr werden, das sollten wir nicht unterlassen. Die Frage ist, was folgt daraus im Verhältnis zu dem ein oder anderen Land? Und da wünschte ich mir, ich weiß, das ist extrem ein Brett, was schwer gebohrt werden muss, wünschte ich mir schon, dass auch Unternehmen in Zukunft sich genau überlegen, mit wem und wo sie Handel machen. Dass man nicht den Handel abreißen lässt, aber auch mal Konditionen festlegt, was geht eigentlich und was geht eigentlich nicht mehr. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, angesichts dessen, was gerade passiert, Russlands Angriff auf die Ukraine, dieser große Widerstand im Iran der Frauen, die Unvorstellbares gerade leisten, wenn darüber nicht gesprochen wird, wenn wir also Russland, den Iran, Nordkorea, also diese Verbrecher dieser Erde einfach so laufen lassen, weil wir sagen, shit happens, können wir sowieso nicht ändern, also das kann es nicht sein. Ich glaube deswegen, doch, wir müssen darüber sprechen, wir müssen uns artikulieren, aber wir sollten unser Handeln auf lange Sicht dem anpassen, dass wir zumindest kritisch hinterfragen, müssen wir mit dem einen oder anderen noch Geschäfte machen. Vielleicht noch ein Satz, ich finde es verstörend genug, dass wir mit dem Iran, bei Russland haben wir ja die Kurve bekommen, dass wir angesichts dieser Revolution, die dort herrscht, noch unvorstellbare Geschäfte mit dem Iran machen. Ich habe das gerade in meiner geliebten Heimatstadt Düsseldorf erleben müssen, dass die Düsseldorfer Messe, in deren Aufsichtsrat ich lange saß und von der ich extrem viel halte, es zugelassen hat, dass 22 persische Firmen auf der Medica ausstellen konnten, als ob nichts wäre, bei allem Respekt. Leute, also, und wenn mir dann die Antwort gegeben wird, ja, das sind Verträge gewesen, da hätten wir Schadensersatz zahlen müssen, ja, dann wäre das so gewesen, das ist bitter, keine Frage. Aber da meine ich, da sollten wir in der Tat deutlich aktiver werden. Und da appelliere ich auch an die in den Unternehmen, die das Sagen haben, die ja auch verantwortlich sind für Geschäfte, für Arbeitsplätze, mal zu hinterfragen, was geht eigentlich und was sollte man vielleicht auch mal einstellen. In Ihrem Buch Streitbar fordern Sie Deutschland auf, Verantwortung zu übernehmen und seine Rolle, Zitat, auch aus Respekt den anderen Staaten gegenüber, Zitat Ende, neu zu definieren. Wie sollten oder wie wollen wir zukünftig auftreten? Ja, ich habe das deswegen aufgegriffen in meinem Buch, was ich übrigens selbst geschrieben habe. Das nur, wenn ich das mal am Rande einfügen darf, weil ich als erstes gefragt wurde, wer es für mich geschrieben hat. Da habe ich gesagt, sehe ich so aus? Nein, sagte derjenige, ich sehe nicht so aus. Ich das gesagt, Problem kenne ich. Ja gut, Sie kennen das, aber nein, es ist in der Tat, habe ich es geschrieben. Wenn ich es anderen überlassen hätte, wäre es wahrscheinlich auch viermal so dick geworden. Aber mehr Zeit habe ich dann doch nicht gehabt. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg unser Land, dieses Deutschland, nachdem wir für die größten Verbrechen der Menschheit zuständig und verantwortlich waren, hat der Westen uns nicht ganz altruistisch, sondern weil er wusste, er braucht auch dieses große Deutschland in der Westverbindung, die Chance gegeben, zu Demokraten heranzureifen. Demokratie zu lernen und dieses Land aufzubauen, wirtschaftlich unglaublich großen Erfolg zu haben. Das sind ja Dinge, die sind lange her, aber so lange sind sie denn doch nicht her, dass wir das vergessen sollten. Und aus diesem Respekt heraus, dass man uns eine Chance gegeben hat, finde ich, dass 77 Jahre nach Kriegsende wir unsere Rolle neu überdenken müssen. Die Rolle dahingehend, ja, wir sind engagiert. Wenn es um Wirtschaft und Finanzen geht, sind wir die Ersten, die gerne Regeln aufstellen, auch innerhalb der Europäischen Union. Also wir haben dann auch gewisse Ansprüche an unsere Partner. Und ich glaube, dass im Sicherheitsbereich, Sicherheit sowohl was das militärische Auftreten betrifft, was den Handel betrifft, was wir gerade besprochen haben, wir auch mal mit gutem Vorbild vorangehen könnten. Also ganz konkret, es gibt zum Beispiel ein Rammstein-Format, wo sich die Verteidigungsminister aller Länder zusammengefunden haben. Das wurde initiiert nach dem Ausbruch, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, nach Wochen vom amerikanischen Verteidigungsminister. Und ich frage mich, warum war es eigentlich in den Wochen nicht möglich,
dass unsere Bundesregierung, ich sage das auch selbstkritisch, nicht sagt, so wir machen jetzt einen entsprechenden Gipfel in Berlin, wir laden die Verteidigungsminister ein aller 30 NATO-Staaten beziehungsweise zusätzlich Finnland und Schweden, die ja bald in der NATO Mitglied sein werden. Warum initiieren wir das nicht? Und das fehlt mir einfach, dass wir immer einen Schritt hinterhergehen bei bestimmten Dingen, gerade wenn es militärisch wird. Und da wünschte ich mir mehr Initiative und zu sagen, wir sind ein großes Land, wir sind ein reiches Land und unsere Nachbarn. Und zwar, ich habe so viele Gespräche geführt, egal mit welchem europäischen Partner Sie sprechen oder mit den NATO-Verbündeten, alle warten darauf. Und ich finde, wir sollten uns auch mal trauen, diese Rolle zu übernehmen, selbst wenn wir militärisch jetzt gesehen natürlich ein extremes Defizit haben und nachholen müssen. Trotzdem würde es uns gut zu Gesicht stehen. Und ich finde, wenn wir von Zeitenwende sprechen, gehört auch das dazu. Kurz auf den Punkt gebracht, bedeutet das, was Sie jetzt gerade so ausführlich dargestellt haben, weniger langwierige Pazifismusdebatten und mehr militärische Hilfe, im Zweifel sogar noch mehr als nur militärische Hilfe, sondern auch militärischen Einsatz? Ja, also gut, diese pazifistischen Debatten, die führen, werden ja überall in der Welt geführt. Ich glaube nur bei uns, wir haben ja natürlich die deutsche Nabelschau, ist das besonders heftig, weil auch die Öffentlichkeit hier, also wir sind ja ein Land, oder ich sag mal, wir alle, ich schließe mich nicht aus, sind sehr schnell sehr aufgeregt. Und deswegen werden die Debatten hier deutlich heftiger geführt als in unseren Nachbarländern. Das wird mir auch immer bestätigt. Also was wir liefern, wie wir es liefern, es gibt kein Land, was das in dieser Dezidiertheit auch veröffentlicht. Insofern diese Debatte, wir sind halt so. Wir regen uns auf, bis das nächste Thema kommt, wo wir uns wieder aufregen. Die Frage ist natürlich, ja, ich wünschte mir mehr Engagement militärisch und zwar mit Material. Nein, nicht mit militärischem Einsatz. Da muss man jetzt mal schauen, was Sie genau meinen. Also bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist es eindeutig, da wird es keine deutschen Soldaten oder NATO-Soldaten auf dem Grund und Boden der Ukraine geben, weil wir völkerrechtswidrig dann handeln würden. Völkerrechtskonform ist es, dass wir der Ukraine mit Material zur Seite stehen, dass wir sie diesbezüglich unterstützen. Alles andere wäre ein Eingriff in den Krieg und damit objektiv werden wir Teil des Krieges. Das kann man keinem raten und das werden wir auch nicht tun. Aber die Frage ist, können wir noch mehr militärisch unterstützen, indem wir möglicherweise auch auf die Substanz der Bundeswehr zurückgreifen. Die Industrie kann zum Teil liefern, aber auch nicht so schnell, wie es jetzt erforderlich wäre. Wir könnten, um den Beispiel zu nehmen vom Schützenpanzer Marder, natürlich den in die Ukraine verlegen, wenn wir 50 oder 60 nehmen. Die Bundeswehr hat davon ausreichend, auch der Grundbetrieb würde davon nicht berührt. Natürlich wäre das ein richtiges Zeichen, um den Süden der Ukraine mit dem Schützenpanzer russische Stellungen zurückzudrängen. Und dass sich da keiner bewegt und da jedes Mal da das Thema auch umgangen wird, das erschließt sich meinen Kollegen und mir überhaupt nicht. Und ja, wir müssen einfach mehr tun. Wir machen im Vergleich zu unserem letzten Gespräch deutlich mehr. Also gerade der Einsatz der IRIS-T, also der Boden-Luft-Raketen, die unglaublich wirksam sind, das wird auch bestätigt. Das ist phänomenal, was da abgewehrt wird. Wir hören ja immer von den Einschlägen, wo Menschen ums Leben kommen. Wir hören gar nicht, wie viel verhindert wird, wie viel Tausende von Menschen gerettet werden. Also das ist gut, aber wir müssten noch deutlich mehr tun. Und ich merke bei dem einen oder anderen Gespräch, wie das immer noch ein enormer, ja, wie soll ich sagen, Störfaktor bei dem einen oder anderen ist. Und ich räume ja ein, wenn ich das noch sagen darf, dass wenn man Bundeskanzler ist, dass wenn man an einer sehr herausragenden Stelle ist als Minister, Ministerin, dass man vielleicht im Kabinett eingebunden da nochmal deutlich, wie soll ich mal sagen, eine Bremse drin hat. Ich bin Parlamentarierin, Herr Bosbach, Sie kennen das, wenn man Vorsitz eines Ausschusses ist und nicht am Kabinettstisch sitzt, kann man natürlich auch sehr pointiert die Probleme auch anzeigen. Auch die eigene Regierung, das haben Sie ja auch vortrefflich gemacht, auch mal ein bisschen jagen. Aber ich wünschte mir es einfach, weil ich halte die Situation und ich bin nicht hysterisch, überhaupt nicht, für so ernst. Ich halte sie für unvorstellbar ernst. Und insofern wünschte ich mir da einfach mehr Schmackes, um das mal als Rheinländerin zu sagen. Und ich werde auch nicht aufhören, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich den Finger in die Wunde zu legen.
Frau Strack-Zimmermann, deutsche Intellektuelle mahnen beständig Verhandlungen an. Leider verraten Sie uns nie, worüber denn jetzt ganz konkret verhandelt werden sollen. Ich befürchte, Sie meinen, die Ukraine soll doch mal sagen, auf welches Territorium ihres Staatsgebietes sie denn um des lieben Friedens willen verzichten will. Da das aber so peinlich wäre, sagen Sie das gar nicht. Also worüber könnte man verhandeln? Denn es gibt im Grunde nur zwei Dinge, die feststehen. Sobald Putin aufhört, die Ukraine zu bombardieren, zu bekämpfen, ist der Krieg vorbei. Und sobald die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei. Wie erklären Sie sich dann dieses ständige Mahnen, ihr müsst verhandeln, an den Verhandlungstisch zurück, ohne dass man uns sagt, worüber verhandelt werden soll, außer über Frieden? Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Der Krieg kann heute zu Ende sein, wenn Putin seine Truppen zurückzieht, die Ukraine verlässt, dann ist sofort Ruhe, dann ist sofort Frieden. Wenn die Ukraine heute aufhört zu kämpfen, dann ist sie von der Landkarte verschwunden. Denn das, was gerade passiert, diese komplette Zerstörung der kompletten Ukraine, ist ja das, was Putin angekündigt hat. Er will dieses Land von der Landkarte streichen und er zerstört alles. Das kennen wir auch vom Einsatz der Russen in Syrien. Es gibt das kluge Wort von Friedrich dem Großen, Diplomatie ohne Waffen funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt. Sie können erstens nur aus der Stärke heraus in Gespräche eintreten. Deswegen raufe ich mich ja auch mit dem, wie Sie sich nennen oder wie andere Sie nennen, Intellektuellen. Weil ich glaube, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wir müssen miteinander sprechen. Das ist eine Kategorie, die ist ja mal per se richtig. Wenn es irgendwo kracht, wenn es Stress gibt, redet man miteinander. Ich glaube, das ist die Essenz einer kultivierten Auseinandersetzung. Hier haben wir es aber mit einem Massenmörder zu tun, der ein anderes Land komplett vernichten will. Und dann zieht einfach dieses Argument nicht mehr. Wenn Sie mit den Ukrainern sprechen und werden jeder, Soldaten, einfache Leute, Politik wird Ihnen immer sagen, es wird keine Gespräche geben können auf der Basis, dass man vorher ein Stück seines Landes abgibt. Und das ist genau das, was bei vielen Intellektuellen im Kopf ist. Naja, dann ist eben ein Drittel der Ukraine weg. Ist ja nicht schlimm, das Land ist ja groß genug. Ich zitiere jetzt gerade in meiner Vorstellung, wie da gedacht wird. Und die Ukraine pocht zu Recht darauf, dass die Integrität ihrer Grenze, dazu gehört auch die Krim, unantastbar ist. Und deswegen kann man nur aus der Stärke heraus, und das ist in einem Krieg nun mal die militärische Stärke, nur in ein Gespräch gehen. Alles andere ist naiv. Und ich bitte gerade Menschen, die intellektuell sind, die gebildet sind, sich mal die Worte und das, was Putin sagt und geschrieben hat, einfach mal vorzunehmen, um die Radikalität dieser Gedanken klarzumachen. Es gab schon mal einen Verbrecher auf dieser Erde, der hat die Menschen gefragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und Putin will diesen totalen Krieg, weil er eben die Ukraine vernichten möchte. Und deswegen, am langen Ende wird sowieso die Ukraine entscheiden, halte ich diese Vorstellung, man setzt sich dann mal an einen Tisch, es gibt ja auch im Linken, auch Oskar Lafontaine ist ja auf diesem Trip, dann reden wir mal. Das ist alles schön und gut. Ich persönlich, und ich bin nicht alleine, halte das für grenzenlos naiv. Und Wladimir Putin kennt Deutschland, er spricht unsere Sprache und er weiß, wenn der Krieg noch lange geht, dass wir eben in dieses naive Szenario, ja, langsam aber sicher immer mehr uns dahin versteifen, weil es ja auch, ich bin jetzt zynisch, Doppelpunkt, Anführungszeichen, es ja auch so lästig ist, wenn ein Krieg im Nachbarland ist und wir ständig diese Bilder sehen müssen. Und ich glaube, jetzt stehen wir an der Ukraine. Die Ukraine wird entscheiden, letztlich, wie es weitergeht. Und wir sollten da ohne Wenn und Aber auch an deren Seite stehen. Abschließend zwei Fragen, Frau Strack-Zimmermann. Erstens, Ihre Einschätzung. Kann die Ukraine, Sie haben das gerade ja so wunderbar den Zustand beschrieben, kann die Ukraine den Krieg gewinnen? Und die zweite, sind wir in Deutschland denn, weil Sie das so gefordert haben, bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen? Wird uns das nicht schwerfallen? Kann die Ukraine gewinnen? Ich glaube, ich sage es erstmal andersrum. Also Russland hat natürlich schon verloren. Die Isolation weltweit ist ja mit Händen zu greifen. Ich weiß nicht, wer noch an der Seite steht. Das ist der Iran, das ist Nordkorea. Ich glaube, es ist El Salvador und es ist Belarus. Das war es dann auch schon. Selbst China und Indien sind deutlich auf Distanz gegangen, wobei man das natürlich beobachten muss, wie das weitergeht. Also insofern, Wladimir Putin hat verloren. Kann die Ukraine gewinnen? Wenn der Westen an ihrer Seite bleibt, glaube ich ja, das kann sie. Also man muss schon ein Ziel im Auge haben. Und alles andere wäre fatal, es zu sagen, na ja, und wahrscheinlich doch nicht.
Ich glaube, dass Ausdauer Talent schlägt. Ich glaube, dass darin die Chance besteht, wirklich durchzuhalten. Und das ist natürlich angesichts des Bombardements, der Kälte, natürlich die Heldentat des ukrainischen Volkes durchzuhalten. Wir haben gut reden. Das ist natürlich sozusagen auf deren Kraft. Das ist keine Frage. Und unsere Verantwortung ist es eben, sie entsprechend zu begleiten. Unsere Führungsrolle, ob wir das machen können, war das ob wir das Frage? Annehmen können, ob wir sagen, ja, da sind wir für geschaffen. Naja, ich sag's mal so, es gibt Krisen im Leben. Ich glaube, das kennen Sie auch, dass Menschen, einzelne Menschen, ganze Gruppen zu Helden mutieren, andere, die breitbeinig durch die Republik laufen, wenn die Luft etwas schwieriger wird oder heißer wird, dann plötzlich nicht mehr zu sehen sind. So sind Menschen. Ob wir dafür geschaffen sind, ich glaube, jeder Mensch ist dafür geschaffen, wenn er ein Ziel vor Augen hat, wenn sie führen wollen, müssen sie natürlich auch wissen, wohin, weil sonst wird es eher schwierig. Und vielleicht, also müssen wir auch in Deutschland uns mal unserer Rolle annehmen. Man kann nicht immer der Beste, Schönste, Tollste sein, tolle Sportler, viel Geld haben, Exportweltmeister und wenn es dann wirklich problematisch wird, sich sehr gerne in die zweite Reihe stellen. Also ich glaube, dass es klug wäre, die Bundesregierung ginge voran. Und wenn wir von Zeitenwende sprechen, ist es eben nicht nur militärisch, ist es nicht nur wirtschaftlich, also dass die Unternehmen auch mal in ihrem Governance klar machen müssen, mit wem sie in Zukunft Handel betreiben, sondern last but not least, dass es auch in den Köpfen der Menschen ankommen muss. Und das gelingt nur, wenn eine Regierung, die ja in der Phase, in der sie regiert, ein Volk führt, wenn ich das mal so sagen darf, das eben auch den Menschen klar machen muss. Da wird viel Widerstand sein, da werden wir streiten wie die Kesselflicker, aber das gehört dazu. Deswegen habe ich mein Buch ja auch streitbar genannt. Nicht nur, weil ich es bin oder Sie, Herr Bosbach und Sie, Herr Rath, sondern weil es einfach wichtig ist zu streiten im guten Sinne, damit am Ende was Vernünftiges daraus kommt und wir uns auch, wenn der Krieg zu Ende ist, noch in die Augen schauen können. Nicht um des Streites, sondern um der Sache willen. Wir bedanken uns für eine klare Standortbestimmung bei Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungsexpertin und Buchautorin. Was Deutschland jetzt lernen muss, das finden Sie in Ihrem Buch streitbar. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben gerade gesagt, besonders dick ist das Buch nicht. Stimmt, 133 Seiten, aber der Inhalt wiegt schwer. Deswegen ein herzliches Dankeschön und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Ich danke Ihnen auch, das wünsche ich Ihnen auch. Und das Buch kann man gut lesen, wenn man in den Zug in Berlin steigt und nach Düsseldorf fährt, 4 Stunden, 10 Minuten. Angesichts der Verspätungen hat man sogar noch mehr Luft. Hätte das Buch auch noch dicker sein dürfen. Hätte das Buch auch dicker sein dürfen, aber in der Kürze und Heftigkeit liegt die Würze, so war es gedacht. Und insofern freue ich mich, dass ich Gelegenheit hatte, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bis dann. Tschüss. Bosbach und Rach, die Wochentester. Deutschlands Politik-Personality-Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smartspeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach, die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio-App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast-Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App Store. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Sie ist seit ihrer Zeit als hannoversche Landesbischofin und EKD-Ratsvorsitzende so etwas wie das populäre öffentliche Gesicht und Gewissen der evangelischen Kirche zu den großen und auch den kleinen Fragen unseres Lebens. Gerade hat sie mit Vergebung ihr neues Buch vorgelegt, das einer Gesellschaft Orientierung geben soll, die immer mehr auf Krawall und immer weniger auf ein friedliches Miteinander ausgerichtet ist. Lassen Sie uns über die moralischen Fragen dieses Winters sprechen, denn davon gibt es ja einige. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Der Gruß gilt der Theologin und Publizistin Dr. Margot Kessmann.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Frau Kessmann, als Sie in dieser Woche vom Gasdeal mit Katar gehört haben, gerade mal eine Woche nach der One-Love-Debatte zur Fußball-WM, was haben Sie als erstes gedacht? Ach, dass es schon deprimierend ist, ja, dass wir jetzt, versuchen abzuwägen, haben wir moralisch gutes Gas irgendwoher? Und ich muss sagen, diese ganze Debatte um Katar ist doch belastend, ja. Das tut mir vor allen Dingen, muss ich sagen, für die Fußballfans leid. Ich bin ja gar keiner so richtig, aber so einen wirklichen Spaß macht ja eine WM nicht, wenn du dann all das hörst von den toten Arbeitern, die Unterdrückung von Frauen, dieses Homosexualität als geistiger Schaden. Und jetzt machen wir also mit diesem Land, von dem wir jetzt so viel Deprimierendes gehört haben, Gasdeal. Also glücklich macht mich das nicht. Protest für Menschenrechte, nicht nur beim Fußball, sondern überall. Und ein super Deal mit Katar, da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber nochmal die Frage, geht das moralisch für Sie zusammen? Ich finde, wir sind da in einem ziemlichen Dilemma, ja. Also die Deutschen haben sich nun moralisch sehr aufgeregt, merken Sie ja, ich auch, was für Unterdrückung in diesem Land stattfindet. Aber gleichzeitig hat sowohl die FIFA gedealt, als auch wir, wenn wir das Gas brauchen, ja. Und ich finde, da kommen wir nicht sauber raus, moralisch. Sie haben es gerade selber gesagt, so ein richtig großer Fußballfan sind Sie nicht, aber vielleicht gucken Sie ja auch aus Interesse oder vielleicht müssen Sie irgendwo zwangsweise mitgucken. Wie sieht es denn da in Ihrem Inneren aus? Sagen Sie, nein, ich gucke überhaupt nicht aus Protest gegen die Verhältnisse in diesem Land oder gucken Sie mit einem Auge zu? Doch, ich gucke auch, weil die deutsche Mannschaft spielt. Also die anderen Spiele interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Aber es nimmt so diese Freude, ja. Also wir haben ja immer vom Sommermärchen gesprochen. Das habe ich damals auch so miterlebt, ja. Diese Euphorie, diese Stimmung. Vielleicht kriegen wir die ja wieder, wenn die EM dann in anderthalb Jahren im Sommer auch in Deutschland stattfindet. Viele Fragen führen in unserer Gesellschaft mittlerweile zu völlig unentspannten Diskussionen. Das Gender-Sternchen zum Beispiel, der Umgang mit Diversity. Aber auch Fragen wie, darf ich noch Cowboy und Indianer spielen oder Karl May lesen. Ist diese Grundaufgeregtheit heutzutage auch im Zuge dessen, was wir gerade besprochen haben, noch angemessen? Also ich finde, dass viel zu schnell so massiv polarisiert wird. Ja, dann kannst du ja gar nicht mehr nachdenken, was ist meine Position? Kann ich meine Position vielleicht auch ändern? Kann ich überhaupt mal tolerieren? Tolerare heißt ja ertragen, dass andere anderer Meinung sind. Ja, also mir hat neulich in einer Diskussion jemand gesagt, ich sei eine heterofixierte Cis-Frau. Und da habe ich gesagt, hä, was ist das denn? Ja, und dann musste ich erstmal nachschlagen. Ich habe noch nie gehört von Cis-Frau, ja. Und ich musste erstmal gucken, was ich überhaupt bin. Das heißt, mir wird dann eigentlich vorgeworfen, ich würde andere diskriminieren. Und da musste mal, habe ich dann zurückgesagt, also das lasse ich mir auch gar nicht vorwerfen. Ich diskriminiere andere Menschen nicht, wenn ich sage, die Mehrheit der Menschheit fühlt sich immer noch als Mann oder Frau. Das muss man ja auch sagen dürfen. Das, jetzt rede ich schon wie andere, das wird man wohl noch sagen dürfen. So meine ich das nicht, aber ich finde, da ist so eine hohe Aggression sofort drin. Wenn du das nicht gleich richtig mitmachst, dann bist du raus. Oder ich habe neulich einen Artikel veröffentlicht, bei dem ich dann geschrieben habe, Kolleginnen und Kollegen, ja, Partnerinnen und Partner. Und dann haben die mir das alles geändert in dem Artikel und da stand immer PartnerInnen, KollegInnen. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber es ist mein Artikel, der wird unter meinem Namen veröffentlicht und meine inklusive Sprache hat immer noch die Zeit und auch den Schriftsatz, beide Worte hinzuschreiben. Aber das war dann schon ein richtiges Ringen, dass ich dabei bleiben darf, Kolleginnen und Kollegen und nicht KollegInnen zu sagen. Die anderen können das ja machen, aber ich möchte es nicht. Kann es sein, dass diese neue Kultur der Empfindlichkeit im Namen des Kampfes gegen Diskriminierung tatsächlich für mehr Diskriminierung sorgt? Oder haben Sie sich in diesem Moment mit dem Vorwurf, Cis-Frau, ich weiß gar nicht, ob das ein Vorwurf ist, aber zumindest war es so gemeint, diskriminiert gefühlt? Ach, diskriminiert nicht, aber ich habe mich in eine Ecke gestellt gefühlt. Und ich denke, das ist im Moment der Punkt, wenn nicht sofort die einheitliche Meinung bestätigt wird, dann gehörst du nicht dazu, dann wirst du rausgeschoben. Und in einer Demokratie ist es doch auch so, dass wir Vielfalt wollen. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Parteien, beispielsweise im Deutschen Bundestag. Und die haben unterschiedliche Meinungen, die ringen darum. Immer wieder müssen sie eine Mehrheit finden für Entscheidungen. Sehen wir jetzt auch bei der ganzen Debatte um Staatsbürgerschaft und so weiter. Das ist, finde ich, ja gut so, dass drum gerungen wird. Und am Ende gibt's ein Gesetz und damit müssten wir dann alle miteinander leben. Aber im Moment wird so getan, als kannst du nur der einen oder der anderen Position sein. Und das habe ich vorhin schon gesagt, im Leben, ich bin ja auch schon 64, jetzt verändern sich ja auch manchmal Positionen, weil du neue Argumente hörst, nachdenkst und denkst, ja, das ist schon richtig. Ich habe jetzt diesen Film über Alice Schwarzer gesehen
Und da dachte ich, yo, also die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, da waren noch ganz andere Debatten da. Die haben wir als Gesellschaft durchgestanden. Und da sind wir heute in einer ganz anderen Position, 50 Jahre später. Und das ist ja gut so, dass Gesellschaften sich verändern, entwickeln. Aber das geht nur über eine leidenschaftlich, aber nicht aggressiv geführte Kontroverse. Mir kommt es aber manchmal unglaublich aggressiv vor. Und Ihr Beispiel, dass Sie gerade über Ihren Artikel gesagt haben, Sie schreiben Partner und Partnerinnen, Kollegen und Kolleginnen. Und dann wird Ihnen das vom Lektorat oder wem auch immer mit Sternchen versehen. Ist uns da nicht irgendwie so ein bisschen der innere Kompass abhanden gekommen? Geht es da nicht nur um das pure Recht haben? Ja, es ist, glaube ich, der Diskurs nicht mehr wertgeschätzt. Ja, auch in meiner evangelischen Kirche ist es doch auch so, dass wir immer gerungen haben in Synoden. Ja, bei uns ist ja nicht so hier, ich als Bischöfin war ich ja 11 Jahre, kann sagen, so ist es und so sei es, sondern da sprechen ganz viele mit, ja. Die Regionalbischöfe, die Synode, also Menschen aus der Gesellschaft, die sich in die Kirchenleitung wählen lassen. Wir haben auch einen Kirchensenat hier in Hannover. Das heißt, es wurde in der Synode auch leidenschaftlich gerungen, bis dann eine Mehrheitsentscheidung da war. Und eine Mehrheitsentscheidung ist ja für die, die unterliegen, auch nicht immer leicht zu tragen, aber es wird dann mitgetragen. Und ich denke, dieses Verständnis für ein Ringen ist nicht mehr da. Die Menschen bewegen sich auch nur noch in ihren Blasen. Das hängt natürlich auch mit den Medien zusammen. Die schauen dann nur noch das, was sie kennen. Ich habe so ein Interview gesehen mit 2 jungen Männern. Die sahen ganz intelligent aus und die wurden gefragt, woher habt ihr denn eure Informationen? Dann sagten sie da von der Homepage von Pegida. Wenn ich mich natürlich nur in meiner Blase informiere, dann ist es nicht mehr so wie früher. Ja, früher war nicht alles besser, aber da guckten fast alle Tagesschau. Und dann hatte man den Eindruck, alle sind jetzt so auf dem Stand der Dinge, was gerade aktuell wichtig ist. Und heute guckt der eine hier, der andere da. Die meisten haben gar kein Fernsehprogramm mehr, sondern informieren sich über das Handy in der Richtung, in der sie sich sowieso informieren, werden dann auch immer auf die bestimmten Seiten weitergeleitet, die genau das verstärken, was sie dann denken. Einen inneren Kompass bietet traditionell die Kirche. Doch die Kirchenaustritte liegen in Großstädten wie Köln auf einem Allzeithoch. Und das nicht nur bei Katholiken, sondern auch bei Protestanten. Warum ist die Kirche nur noch so wenig Heimat für viele in diesen Tagen? Ja, Herr Busbach, das hat leider eben viele Gründe. Einer ist sicher der entsetzliche Missbrauchsskandal. Also das hat das Vertrauen in unsere Kirchen derart erschüttert. Und ich muss auch sagen, es ist für mich eine Erschütterung, dieses Ausmaß, das habe ich mir nicht vorstellen können. In den 11 Jahren, in denen ich Bischöfin war, das ist ja hier die größte Landeskirche, gab es einen Fall aus der Vergangenheit, aber keinen einzigen akuten. Also das finde ich ungeheuer belastend. Und dieses Vertrauen wiederherzustellen, das auch noch vertuscht wurde, dass die Taten vertuscht wurden, das hat das Vertrauen ja doppelt und dreifach nochmal zerstört. Das wird sehr lange dauern, das wieder aufzubauen. Dann haben wir natürlich Säkularisierung. Ja, die Menschen leben ohne Glauben. Ich war bei der Bischofskonferenz in Tansania zu Gast und habe gesagt, in dem Ort, in dem Luther geboren wurde, sind heute nur noch 7% der Menschen Mitglied einer Kirche. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, und was glauben die anderen 93%? Und da habe ich gedacht, ja, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Also kann der Mensch ganz ohne Glauben leben? Das haben die Afrikaner dann gefragt. Und ich denke natürlich, du brauchst doch eine Gottesbeziehung, auch um Verantwortung zu übernehmen, Transzendenz auch. Also ich fühle mich gehalten in dieser Tradition des Glaubens, auch meiner Väter und Mütter im Glauben. Aber viele Menschen sagen, sie brauchen das nicht und können völlig säkular leben. Auch massiver Traditionsabbruch. Kinder lernen gar keine biblischen Geschichten mehr kennen, geschweige denn christliche Lieder. Also das alles kommt zusammen mit dann auch der Zuwanderung natürlich und dem Wandel in der Demografie. Mich wundert das eigentlich immer, weil die Zeiten, die wir jetzt erleben, sind ja wirklich hart, herausfordernd. Und der Bedarf an Hilfe und Zuspruch müsste doch eigentlich sehr, sehr groß sein. Wir rufen immer nach dem Staat, der soll es richten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Tafeln in Deutschland anschaue, die haben noch nie so viele hilfsbedürftigen Menschen geholfen wie zurzeit. Rutscht das Land in eine kollektive Depression ab, wie Sie es mal genannt haben? Haben wir den inneren Kompass, den zum Beispiel auch Kirchen ja geben könnten, als Zufluchtsort, als Ruhepol, als geistige Ruhepol, haben wir da so versagt? Ich denke, viele haben sich dessen entwöhnt, weil sie ganz individuell leben. Ja, wir haben ja
derartig viele Berichte über Einsamkeit. Ich denke, Einsamkeit ist ein massives Phänomen in unserer Gesellschaft und nicht nur bei alten Leuten. Da hat mich in der Corona-Zeit ein junger Mann angeschrieben, hat gesagt, Frau Kiesmann, ich bin auch einsam. Ich sitze jetzt hier allein im Homeoffice in meiner kleinen Wohnung. Ich kann keine Freunde treffen. Ich kann nicht in ein Café gehen, nicht zum Sport. Und die Single-Haushalte nehmen zu. In Berlin ist es jetzt, geht's auf die Hälfte zu, meine ich. Und das heißt, viele Menschen sind entwöhnt, in der Gemeinschaft zusammen zu sein. Aber ich muss mal sagen, ich predige ja noch fast jeden Sonntag und ich erlebe schon, dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach Trost, Zuversicht, Hoffnung. Weil ohne Hoffnung kann der Mensch doch nicht leben. Und ich versuche das auch immer rüber Frau Kiesmann, wie viel Hörer, wie viel Besucher haben Sie denn, wenn Sie predigen? Oh ja, schon immer rappelvoll. Also jetzt Finsterwalde waren es gut 300, denke ich. Aber ich habe es natürlich gut. Ich sag mal, ich habe so ein Ortspfarrer. Aber am Sonntag später sind vielleicht nur noch 290 da. Ja, ja, das ist natürlich so, dass es auch Kirchengemeinden gibt, das erlebe ich ja selber, wenn ich im Winter beispielsweise auf Usedom in den Gottesdienst gehe, ja, im Sommer sind da die Kirchen voll durch die Touristen, im Winter sind wir manchmal 6 oder 7, das passiert mir hier in Hannover in meiner Kirchengemeinde durchaus auch, das weiß ich, aber trotzdem haben die Menschen eine Sehnsucht danach, das würde ich sagen, und die Kirchen müssen sehen, wie sie das Potenzial, das wir haben in unserem Glauben, ja, da ist ja auch die Rede von 40 Jahre Wüstenwanderung und trotzdem gibt es ein gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen, hat Martin Luther King ja dann gesagt, ich habe das gelobte Land gesehen, dass wir auch Durststrecken durchhalten können und dass es Krisen gibt, aber dass die Hoffnung und Zuversicht größer ist. Ich finde, das ist wichtig. Und wir haben jetzt eine Aktion, @Wärmewinter, dass Kirchengemeinden, die Räume haben, die gut beheizbar sind, die auch warm machen und dass in diesen Räumen eben auch Essen verteilt wird, dass es diakonische Beratung gibt und anderes mehr, um Menschen zusammenzuholen und aufzufangen. Aber ich gebe Ihnen recht, die Kirchen sind oft für die Menschen nicht mehr dieser Anziehungspunkt. So, jetzt wollen wir mal positiv werden. Wie kommen wir denn raus aus dieser kollektiven Depression, wenn sogar die Frage der Weihnachtsbeleuchtung zur Gewissensfrage wird? Stichwort Energiesparen. Also wir brauchen Gemeinschaftserlebnisse, denke ich. Ich habe jetzt gerade mit Clemens Bittlinger so eine kleine Tournee gemacht. Ich habe Texte gelesen, er hat Lieder gesungen, die Leute haben mitgesungen. Ja, wir hatten wirklich volle Kirchen und Räume und ich hatte das Gefühl, diese Erfahrung, wieder zusammen singen zu können beispielsweise, werden manche drüber lachen, aber die stärkt die Seele. Das ist nachgewiesen, dass Menschen, die singen, seelisch gestärkt werden. Wir werden hier in Hannover am 15. Dezember um 18 Uhr im Stadion mit tausenden Weihnachtslieder zusammen singen. Ich denke, wir brauchen solche positiven Gemeinschaftserfahrungen und auch, dass wir füreinander einstehen. Diese Wärmestuben, die die Kirche macht, aber es gibt ja auch, Sie haben die Tafeln genannt, andere Orte, an denen die Starken für die Schwachen einstehen. Ich habe auch plädiert, dass die, die es nicht brauchen, weil die Regierung ja mit der Gießkanne da Geld rauspustet, ihre Energiekostenpauschale spenden an, ich nehme beispielsweise mal hier die Obdachlosen- und Straßenzeitung Asphalt oder an Orte, wo wirklich Geld gebraucht wird von Menschen, die verzweifelt sind. Also ich bin schon überzeugt, wir können das. Und die Weihnachtsbeleuchtung, Herr Bosbach, ich habe dafür plädiert, vielleicht ein bisschen weniger, aber ein bisschen muss sein. Und hier bei mir um die Ecke im Restaurant haben sie dann neulich aufgehängt, hier kurz vor dem ersten Advent. Und da habe ich gesagt, ich finde super, dass ihr ein bisschen beleuchtet. Also wir brauchen doch so Licht auch als Kraftquelle. Steht schon im Johannesevangelium, Licht scheint in der Finsternis. Ja, und das müssen wir auch doch ein bisschen sichtbar machen. Also alles jetzt verdunkeln, das macht's auch nicht besser. Selig gestärkt werden und Licht als Kraftquelle, sagen Sie, bringt mich zur nächsten Frage. Wie viel Abschalten vom Krieg ist in diesen Tagen denn moralisch erlaubt? Das erlaubt, sage ich bewusst in Anführungsstrichen, es gibt ja keine Instanz, die das zulässt. Aber wie viel kann man selber für sich entscheiden, sagen Menschenskinder, immer auf Seite 1 bei den Nachrichtenportalen, Ukraine-Krieg. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die sagen, dass ich brauche da mal eine Pause von, und auch Verständnis für die, die auf die Politik schimpfen, weil der unsägliche Krieg sie auch wirtschaftlich bedroht? Na, das sind zwei jetzt ja völlig verschiedene Punkte. Ich finde, abschalten ja, das tut auch mal gut, nicht permanent zu gucken. Ich sehe das ja jetzt da auch draußen, also die Leute gucken permanent auf dem Handy nach neuen Nachrichten. Wer hat jetzt was getwittert? Das macht dich ja wahnsinnig. Und wir müssen auch ein bisschen innere Distanz gewinnen. Also unsere Familien auch stärken, auch die Kinder. Ja, Kinder fragen ja jetzt auch nach dem Krieg. Ich habe 7 Enkelkinder und der eine hat sehr intensiv gefragt. Er kriegt das natürlich mit, obwohl er erst 7 Jahre ist. Und da auch mal Trostgeschichten erzählen. Also meine Eltern und Großeltern haben Kriege erlebt, aber Kriege gehen auch zu Ende. Irgendwann wird Frieden werden und es wird eine Zukunft geben, auch für Menschen. Also wir müssen auch Trost weitergeben.
Sonst sind die Kinder ja völlig verunsichert durch alles, was ihnen jetzt ständig Corona schon angetan hat. Und jetzt auch noch diese Ängste, die die Eltern haben, was ihre Existenz oft ja betrifft, die Arbeitsplätze und die Energiekosten. Also ich bin dafür, wirklich mal zu sagen, ein Adventswochenende ohne Nachrichten, zur Ruhe kommen. Dafür ist der Advent auch da. Vorbereitung auf Weihnachten, an was Schönes denken, Geschenke einpacken. Ich habe gerade meine neue Kolumne geschrieben, habe gesagt, dass jetzt alle sagen, wir schenken gar nichts mehr. Ja, also muss ja nicht so groß sein, aber ein schönes Geschenk aussuchen oder meinetwegen auch basteln, ja, aber schön einpacken, mit Liebe gemacht. Das ist ja auch wichtig für unsere Beziehung. Das andere, ich kann dieses Geschimpfe auf die Regierung nicht hören, als wüssten es alle anderen immer besser, ja. Ich habe keine Lösung für diese Situation und dass Wladimir Putin irgendwie zu stoppen wäre, das wünsche ich mir. Ja, habe schon mal gesagt, müssten alle Kirchenführer eine Sitzblockade in Moskau machen oder irgend sowas. Ja, können sich ja mal alle in Moskau ankleben und sagen, hör auf mit diesem Krieg. Aber ich sehe auch, dass wir da Perspektiven brauchen. Ich gehöre zu denen, die sagen, immer nur mehr Waffen liefern, wird das am Ende zu einem Sieg führen. Ich weiß es nicht. Also mir wäre lieber, wir würden viel mehr investieren, endlich da ein Ende der Waffengänge herbeizuführen. Wir haben ja jetzt bald 250.000 Tote. Das ist entsetzlich und da muss doch mal ein Ende in Sicht sein. Die Bewahrung der Schöpfung gehört zur Kern-DNA der Religion und auch der Kirche. Darf man sich für diesen heiligen Zweck auch auf Straßen festkleben? Also ich meinte jetzt auf unseren, nicht auf russischen. Also Bewahrung der Schöpfung, natürlich, wenn ich überzeugt bin, dass Gott die Welt geschaffen hat, muss ich für diese Welt Sorge tragen. Ich habe Mühe mit dieser Ankleberei, weil ich finde, das hat so was Selbstzerstörerisches. Ja, also wenn die da weggerissen würden, dann geht die ganze Haut ab. Also das ist so was, hat was Selbstzerstörerisches, Gewalt gegen dich selbst. Ich habe nun gelesen den Bericht über den Prozess gegen diesen einen jungen Mann, den Gregor Gysi verteidigt hat und dass der emotional so angefasst ist, weil er sieht, dass die Welt untergeht, die Katastrophen, die Toten durch Hunger, durch Dürre, durch Fluten. In Pakistan, ja, ist ja wirklich eine Katastrophe. Wir blicken ständig auf die Ukraine, aber in Pakistan spielt sich ein gigantisches Drama ab. Also ich verstehe diese Emotionen der jungen Leute. Ich würde sie bremsen und sagen, letzte Generation. Man hat schon meiner Mutter gesagt, sie sollte keine Kinder kriegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mir hat man das in den 80ern gesagt, wie kannst du Kinder in diese Welt setzen? Und ich habe jetzt auch schon Enkelkinder. Also ich würde eher sagen, gib deine Energie da rein, dass wir alles tun, diese Klimakrise zu bewältigen. Und da gibt's auch Hoffnungsgeschichten. Sie erinnern sich ja mit mir sicher auch noch an dieses Ozonloch, ja, ein FCKW-Verbot. Und siehe da, das haben wir ja irgendwie hingekriegt. FCKW wurde verboten, das Ozonloch hat sich wieder ziemlich, meine ich jedenfalls, geschlossen. Und deshalb konkretes Handeln ist gesagt. Ich verstehe die Ungeduld der jungen Generation mit dem, wievielte Klimagipfel war das da jetzt in Ägypten? Das verstehe ich, aber dieses Ankleben. 40.000 haben sich da getroffen in Ägypten. Ja, und das muss man ja auch sagen. Ist nicht ökologisch besonders sinnvoll und viel rausgekommen ist auch nicht. Also deshalb verstehe ich die Ungeduld, die verstehe ich. Aber dieses Kleben, damit habe ich Mühe und ich war schon immer gegen Gewalt gegen Sachen, weil ich sage, irgendwann kommt eine Grenze mit Richtung auf Gewalt gegen Menschen. Aber die evangelische Kirche wurde ja jetzt auch sehr politisch, denn sie hat ja für all ihre Mitarbeiter sich auf ein Tempolimit geeinigt. Auf Autobahnen soll nicht schneller als 100 gefahren werden, auf Landstraßen glaube ich 80. Würden Sie das auch als politische Maßnahme allen anderen empfehlen, die nicht für die EKD arbeiten? Ich muss mal sagen, ich habe auch erst geschluckt, weil ich dachte, 100 auf Autobahnen. Und ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt 80 auf der Landstraße fahre, muss mir hinten noch ein Schild dran kleben, dass die Leute verstehen, warum und nicht sagen, die Omi kann nicht mehr Auto fahren. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich hat die Synode schon recht, weil sie sagt, wenn wir nicht jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen und weiter über die Straßen brettern und vielleicht sogar noch Inlandsflüge nutzen, dann müssen wir auch sagen, wir haben viele, viele Tausende Mitarbeitende, dann lasst uns mal selber ein Zeichen setzen. Ja, wir haben ja auch gesagt, bestimmte Räume müssen wir schauen, wie das mit dem Heizen aussieht. Also die Kirche muss dann auch Zeichen setzen. Insofern finde ich es richtig, dass es die Synode gemacht hat, auch wenn ich sagen muss, ich muss schlucken und zusehen, dass ich mein Fahrverhalten dann anpasse, weil ich habe immer gedacht, Tempolimit 130 reicht auch. Aber im Grunde haben sie recht. Warum handeln wir nicht? Und das ist ja auch das, was die jungen Leute sagen. Dann handelt doch jetzt. Und das ist dann nicht politisch in dem Sinne, sondern eine Konsequenz aus der Verantwortung,
dass wir einen Schritt vorangehen. Und so hat sich ja dann auch Politik immer wieder verändert, indem bestimmte Gruppierungen einen Schritt gegangen sind und nach haben sich andere angeschlossen. Übrigens wurde das ja schon mal versucht, damals in den 70ern, Tempo 80 auf Landstraßen, habe ich nochmal nachgelesen, als 73 diese autofreien Sonntage waren. Das haben die ganze 111 Tage durchgehalten und dann hat die freie Fahrt für freie Bürger sich wieder durchgesetzt. Lassen Sie uns dieses Gespräch mit einer Frage beenden, die zugegebenermaßen sehr schwer zu beantworten ist. Unfallfrei wahrscheinlich gar nicht. Aber sie ist eng mit Ihrem aktuellen Buch verknüpft, in dem Sie die Chancen von Vergebung beschreiben. Wäre es sogar möglich, jemandem wie Wladimir Putin zu vergeben? Im Buch habe ich sehr deutlich gezeigt, dass niemand zur Vergebung gedrängt werden darf und dass es sicher auch Situationen gibt, in denen Menschen sagen, das kann ich nicht vergeben. Einem Kriegsverbrecher vergeben ist ungeheuer schwer und doch hat es Situationen gegeben, in denen sich gezeigt hat, dass Menschen, die vergeben können, und das können ja nur die Opfer, niemand anders, dass die innerlich frei werden, weil sie sich aus der Opferrolle befreien und zum Subjekt werden. Ich war kurz vorm Lockdown noch in Ruanda und da gibt es ja diese Zentren, in denen das versucht wird, wie damals auch in Südafrika bei der Wahrheits- und Versöhnungskommission, dass Opfer und Täter sich begegnen, der Täter die Schuld bekennt und das Opfer kann schauen, kann ich das vergeben oder nicht. In Ruanda war da eine Mutter, die gesagt hat, ich vergebe diesem Täter, der mein Kind ermordet hat und das hat mich tief mitgenommen, weil du weißt nicht, ob du es kannst. Ich habe in dem Buch auch eine Pfarrerin aus London, deren Tochter bei einem Attentat, einem terroristisch-islamistischen, ums Leben kam. Die hat ihren Beruf aufgegeben, hat gesagt, ich kann nicht mehr als Seelsorgerin arbeiten, weil ich kann nicht vergeben, dass die meine Tochter ermordet haben. Also Vergebung ist ein großer Kraftakt. Aber wenn es einem Opfer gelingt, freimütig zu vergeben, dann wird es auch frei von dieser Rolle des Opfers. Vergebung, die befreiende Kraft des Neuanfangs. Das ist das Buch für alle, die diese Gedanken vertiefen möchten. Wir bedanken uns für Orientierung in schweren Zeiten bei Dr. Margit Käßmann. Ihnen, Ihrer Familie eine besinnliche Advents- und eine schöne Weihnachtszeit. Ja, Ihnen auch. Gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder auch runter? Ja, Daumen runter für die Berufsempörten. Du wirst ahnen, auf was ich hier zu sprechen komme, werde Sandro Wagner hat als Co-Kommentator in einem Fußballspiel gesagt, das war die Partie Deutschland gegen Spanien. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. Zitat Ende. Der spielt dann Sandro Wagner auf die traditionellen Gewänder der Kataris an, die viele Männer im Stadion getragen haben. Da kam sofort wieder der Vorwurf Rassismus und Überheblichkeit und. Also meine persönliche Wertung ist, der Spruch war dumm, der war nicht besonders originell, aber ist alles sofort gleich eine Diskriminierung, ist sofort alles gleich Rassismus. Mittlerweile hat sich Sandro Wagner je nach Betrachtung erklärt oder entschuldigt, dann ist es aber auch gut. Aber wir sind unglaublich schnell aufgebracht. Nicht alle, aber doch viele und vielleicht ein bisschen tiefer hängen und nicht immer so die schlimmsten Vorwürfe auspacken, die es in dieser Beziehung gibt. Daumen hoch für alle, die wahre Klimaaktivisten sind, die also wirklich etwas fürs Klima tun. Ich musste schmunzeln in den letzten Tagen. Ich hatte einen Artikel geschrieben mit der Überschrift, kennen Sie Vanessa Weber? Nun werden 99,9% der Bevölkerung gesagt haben, hä? Wer ist Vanessa Weber? Das ist eine junge Unternehmerin aus Aschaffenburg, die mit privatem Geld eine Stiftung gegründet hat, die zwei Ziele hat. Einmal Bildungschancen verbessern für benachteiligte Kinder und Bäume pflanzen. Und zwar nicht ein oder zwei, sondern Hunderte. Und das macht sie mit großem Erfolg. Das heißt, sie tut wirklich etwas für das Klima. Denn Aktivismus hat ja bei uns eine positive Konnotation. Ich habe auch bis jetzt noch nicht verstanden, wieso durch das Verursachen von kilometerlangen Staus, das Beschmeißen von berühmten Gemälden oder Kunstwerken mit Suppen
oder das Eindringen auf Flughäfen dem Klima geholfen werden soll. Und Druck auf die Politik kann man auch nicht ausüben, denn in dieser Form darf sich die Politik gar nicht unter Druck setzen lassen. Aber jetzt mal Daumen hoch für alle, die in der Republik, und da gibt es viele Vanessas Webers, tatsächlich etwas für das Klima tun, sich engagieren. Für mich ist zum Beispiel ein Klimaaktivist jemand, der umweltfreundliche Technologien entwickelt, als zum Beispiel als Ingenieur, der einen eigenen wirksamen Beitrag für eine Verbesserung des Klimas leistet. Und tja, darüber wird leider allenfalls ganz, ganz selten berichtet und dann auch eher Moll als Dur. Die machen keinen Ärger, die machen kein Theater, die bringen nicht die Öffentlichkeit gegen sich auf. Da denkt man in den Redaktionsstuben, ja, warum soll ich darüber berichten? Aber es gibt sehr, sehr viele und für die strecke ich jetzt mal beide Daumen in die Höhe, die wirklich Gutes für die Umwelt tun. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Bravo, rufe ich Christiane Hörbiger zu, diese große alte Dame im deutschen sprachigen Film- und Fernsehbereich, die ja die Woche mit 84 Jahren in Wien gestorben ist. Ein Verlust für uns Fernsehzuschauer, die gutes Fernsehspiel lieben. Also Daumen hoch und Bravo an Christiane Hörbiger, muss ich sagen. Dann auch mal Daumen hoch an die Justiz. Nur, in Anführungsstrichen, nur 10 Monate nach dem Polizistenmord in Kusel haben wir ein Urteil. Selten, dass in einem solchen Kapitalverbrechen ein so klares, schnelles Urteil gesprochen wird. Das tut der Polizei gut, das tut vor allen Dingen den Angehörigen, den Hinterbliebenen gut, dass damit unter Umständen ein Schlussstrich gezogen werden kann. Und deswegen bravo, dass dieses schnell und konsequent gemacht wurde. Auch nochmal Daumen hoch für Irland. 265 Millionen Euro Strafe für Meta, das ist der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, weil Facebook und Instagram Millionen von Nutzern Daten im großen Stil online zugänglich gemacht hat, ob aktiv oder nicht aktiv, sei dahingestellt. Das ist so. Mir macht diese Macht dieser Internetkonzerne große Sorgen. Deswegen auch einen Daumen runter an Elon Musk. Er erklärt Apple den Krieg. Das muss man sich vorstellen. Alleine nur, das schreibt er ja wirklich auf Twitter, er erklärt Apple den Krieg, weil Apple nicht so möchte, wie er möchte, weil Apple die Werbung eingeschränkt hat bei Twitter. Ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich so einen egomanen, von mir aus auch sehr, sehr erfolgreichen, genialen Unternehmer wie Musk sehe, vor dem habe ich aber auch Angst. Das, was er da macht mit Twitter, weil er sich da vermutlich verspekuliert, verkalkuliert hat, erachte ich für hochgefährlich für unsere Demokratie, für unsere Meinungsfreiheit. Er sagt, er tut es im Sinne der Meinungsfreiheit. Ich kann davor nur warnen und ich verstehe nicht, dass all unsere Politiker immer noch entscheidende Mitteilungen auf Twitter von sich geben. Sie kommen da in eine Mischpoke mit hinein, die zumindest sehr, sehr fragwürdig ist. Also Daumen runter für Elon Musk, erklärt Apple den Krieg. Und einen Daumen hoch für Paris. Warum? Paris ist die Welthauptstadt der E-Roller, der Elektroroller. Und diese Missstände, die wir ja alle in den größeren Städten in Deutschland kennen, wo die Elektroroller überall stehen, an jeder Ecke und Kante die E-Roller herum und jeder Nutzer, fast jeder Nutzer stellt sie dort ab, wo er sie gerade denkt. Und die Anbieter machen sich einen schlanken Fuß. In Hamburg kümmert sich jetzt die Stadtreinigung darum, dass sie da mit Teams durch die Stadt fährt, die E-Roller einsammelt und an zentralen Orten macht. Aber wer bezahlt das? Der Steuerzahler. Das zahlt eben nicht der E-Roller-Anbieter. So, und Paris sagt Schluss damit, hat eine Frist gesetzt und siehe da, durch dieses harte Handeln von Paris, dieses Ultimatum setzen an die 3 oder 4 Anbieter, passiert plötzlich was. Es ist technisch nämlich sehr einfach für die Anbieter, das zu kontrollieren.
Wenn aber da nicht gedroht wird, machen die das nicht. Und da dann die Anbieter befürchten, da Paris die Welthauptstadt der E-Roller ist, dass dann andere große Städte nachziehen, fürchten sie natürlich um ihr Geschäftsmodell und sind zum Handeln bereit. Also bravo Paris, weil so kann das mit den E-Rollern nicht weitergehen. Für alle, die jetzt noch wissen wollen, was machen die in Paris denn jetzt anders? Was sind da die Regeln? Da ist es tatsächlich so, dass ab sofort der Personalausweis bei der Registrierung eingescannt werden muss. Dann sollen die Roller außerdem Nummernschilder bekommen. Und die Anbieter wurden verpflichtet, ungenutzte Roller auf Bürgersteigen und Plätzen künftig schneller wegzuräumen. Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Wolfgang, aus deiner Heimat, mit einem Flashmob wollen die Kölner Verkehrsbetriebe am Sonntag auf die angespannte Lage der Branche aufmerksam machen. Deshalb rufen sie zum, ich zitiere, KVB-Rat Nikolaus-Flashmob auf, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Nikolaus verkleidet durch die Stadt radeln. Das führt mich zu der Frage, die in dieser Woche natürlich ganz Deutschland beschäftigt. Wir haben es hier schon häufiger diskutiert. Wann kommt endlich das 49-Euro-Ticket? April, Mai oder doch gar nicht? Und unter welchen Bedingungen? Was glaubst du? Also die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung trägt das Datum 1. April, wobei dieses Datum ja kontaminiert ist, so als Scherzartikel. Aber der Bund wird sich bewegen müssen. Es gibt jetzt eine Finanzierung oder eine Finanzierungsverabredung unter einer bestimmten Geschäftsbedingung zwischen dem Bund und den Ländern. Und die Verkehrsbetriebe sagen, in meiner Wahrnehmung völlig zu Recht, ja, was ist denn, wenn die Geschäftsgrundlage sich nicht als tragfähig herausstellt, wenn wir Verluste machen, die gar nicht mit einkalkuliert sind? Die Verkehrsbetriebe haben völlig recht, wenn sie sagen, da muss uns der Bund von etwaigen Verlusten freistellen. Wenn der Bund eine Idee hat, nach dem 9-Euro-Ticket, das 49-Euro-Ticket, und dafür gibt's ja auch viele gute Argumente, dann darf aber das wirtschaftliche Risiko, dass die ursprüngliche Rechnung nicht aufgeht, nicht von den Verkehrsbetrieben, die für die Durchführung zuständig sind, getragen werden. Also der Bund muss sich bewegen, der Bund wird sich auch bewegen, sonst ist der 1. April gar nicht zu halten. Wir doktern ja schon seit Monaten an diesem Thema herum und das wäre geradezu albern. Und da wäre auch der Unmut in der Bevölkerung völlig berechtigt, wenn wir jetzt immer weiter ins Frühjahr nächsten Jahres kommen würden. Am Montag erhält der Sänger Frank Zander das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Auch in diesem Jahr zum 28. Mal ermöglicht Frank Zander ein Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige in Berlin. Eine Tradition, die er mit seiner Familie 1995 ins Leben gerufen hat. Jedes Jahr Obdachlose und bedürftige Menschen einzuladen und mit ihnen Weihnachten zu feiern. Früher in einem Hotel, heute auf der Straße, denn seit Corona geht Frank Zander gemeinsam mit dem Caritas Food Truck, so heißt das heute, auf Weihnachtstour. Christian, das Bundesverdienstkreuz für Frank Zander geht 100% in Ordnung, oder? Ja, aber völlig klar. Und Frank Zander macht das ganz uneigennützig. Und das ist jemand, der nicht nur schön glänzt mit einem tollen Abendrot bei einer Charity-Veranstaltung, sondern der wirklich sich da selbst engagiert mit Geld und mit seiner körperlichen Präsenz. Nicht jede Aktion braucht ein Bundesverdienstkreuz, aber was Frank Zander da macht, das hat es mit Sicherheit verdient. In der kommenden Woche gibt es einige runde Geburtstage zu feiern. Der Schauspieler Charlie Hübner wird am Sonntag 50, was mich wundert, dass er erst 50 wird. Und Nachrichtenmoderator Marc Bator wird am Sonntag ebenfalls 50. Die Schauspielerin Marion Kracht wird am Montag 60 und, das wundert mich auch, Schauspieler Walter Siedler wird am Montag schon 70. Wolfgang, wir gratulieren selbstverständlich allen Vieren, aber mit wem verbindest du am meisten? Persönlich mit Marion Kracht. Ich muss jetzt lachen. Es gibt ja so Situationen, wenn man mittendrin steckt, dann lacht man nicht, aber später lacht man dann darüber. Ich war nämlich in einer Theateraufführung in Köln-Pochz gemeinsam mit meinem Freund Michael Roll, dem Schauspieler,
Und mitgespielt hat auch Marion Kracht. Und das war irgendwann so 9:30 zu Ende. Wir haben dann versucht, noch in Köln-Porz etwas zu essen zu bekommen. Aber egal, wo wir eingekehrt sind, Entschuldigung, ist schon 22 Uhr. Sie können noch was zu trinken haben, aber nichts mehr zu essen. Wir sind dann abgebogen in einem sehr netten Restaurant, hat man uns auch erklärt. Nee, ist 10 Uhr, haben wir gesagt, ist doch noch kurz nach 10. Wie ist es denn mit einer Scheibe Brot? Ja, Brot, ja, haben Sie ein Stück Käse? Nein, ist schon nach 22 Uhr. Es war trotzdem, wahrscheinlich weil wir genug zu trinken bekommen haben, noch ein wunderschöner Abend. Das ist eine tolle Frau, Marion Kracht. Daran erinnere ich mich noch gerne, weil Marion Kracht und Michael Roll mir immer gesagt haben, hör mal, Köln ist doch eine Millionenstadt, hier muss es doch noch auch um 10 nach 10 noch was zu essen geben. Also, Christian, du wirst das kennen, das, was man nicht zu essen bekommt, kann man auch trinken. So haben wir es an dem Abend gehalten. Nicht persönlich, aber cineastisch, Walter Sittler, weil es muss immer Freitagabend gewesen sein, wenn ich nach Hause gekommen bin aus Berlin oder von irgendwoher, hat die ganze Familie Schwester Nicola geguckt. So, bevor sich jetzt jemand aufregt, ja, es war nicht unbedingt Bildungsfernsehen, ja, hatte nicht besonders einen Tiefgang, aber wir haben uns köstlich amüsiert. Über Walter Sittler als Dr. Schmidt, herrlich arrogant und selbstverliebt. Aber die Heldin war natürlich für uns Schwester Nicola, Marielle Milovic. Und wunderbare Dialoge. Es muss nicht immer Tiefgang sein. Manchmal darf man sich auch nur entspannen, nur amüsieren. Es waren tolle Drehbücher. Schade, dass es nicht mehr von dem Format im Fernsehen gibt. Aber Walter Sittler, Wolfgang, mischt sich heute auch ein, wird ernst genommen in seiner politischen Meinung. Und das ist großartig. Er sitzt ja häufig in Panels, sei es bei Maischberger oder auch bei... Ja, auch bei Hart aber fair. Und das ist großartig, dass auch ein Mensch mit seiner Popularität Stellung bezieht und sich eben nicht wegduckt. Am Montag endet in Rostock-Warnemünde mit dem Einlauf der Amera die diesjährige Kreuzfahrtsaison. Christian, für viele sind Kreuzfahrtschiffe auch schwimmende Fresstempel, wenn nicht gar Gourmet-Tempel. Vielen ist vor allem die Schlussszene beim ZDF Traumschiff mit den explodierenden Eistorten präsent. Du bist mal für die ARD-Doku Verrückt nach Meer auf einem, also Meer mit 2E, auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen. Ist das Essen auf den Schiffen tatsächlich so gut wie ihr Ruf? Na, das Essen ist vor allen Dingen sehr, sehr reichlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das, was du gerade von Köln erzählt hast, Köln möchte ja immer gerne eine Millionenstadt sein, aber ist es ja vermutlich immer noch nicht, wenn ich das höre, dass man da um 22 Uhr nichts mehr irgendwo zu essen bekommt. Das kann dir auf so einem Schiff nicht passieren. Und je nach Güteklasse der Schiffe gibt es da auch Top-of-the-Pop-Restaurants. Das ist wohl richtig so. Aber generell muss man sagen, es ist ja ein geschlossener Kosmos auf so einem Schiff und deswegen viele Menschen lieben das, die da auf Kreuzfahrt gehen, die da von morgens bis abends dann an den Buffets schlemmen und die haben gar nicht so viele Produktionsmöglichkeiten. Umgekehrt herum, die müssen ja alles selbst produzieren, das heißt auf dem Schiffen, das ist ein ständiger Kreislauf und das hängt natürlich auch wirklich von der Preisklasse ab, aber generell kann man auf den Schiffen vermutlich sehr vernünftig essen, ich kenne aber nicht so viele Schiffe. Am Donnerstag ist bundesweiter Warntag. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser sollen an dem Tag alle verfügbaren Systeme zur Warnung der Bevölkerung bei Katastrophenfällen genutzt werden. Es soll unter anderem erstmals eine Testwarnmeldung in der höchsten Warnstufe an alle Mobilfunkgeräte in Deutschland ausgesandt werden. Wolfgang, wir erinnern uns ja alle noch an diese entsetzliche Flutkatastrophe an der A. Jetzt, da hat dieses Warnsystem eben nicht funktioniert, beziehungsweise es gab es noch nicht, die Warnung auf dem Handy. Ist das richtig? Das stimmt. Hier geht es um das Thema Cell Broadcast, Katastrophenwarnung für alle, genauer gesagt für alle, die ein Handy oder die ein Smartphone haben, ohne, und darauf kommt es jetzt an, dass man sich vorher eine App herunterladen muss oder dass man gar nachfragen muss. Das heißt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe probiert jetzt eine Warnung aus, die als Push-Nachricht abgesandt wird. Ich kenne jetzt nicht die Zahl genau, aber ich schätze mal 80% der Bevölkerung haben mittlerweile Handy/Smartphone
und können dann solche Warnungen erhalten. Das ersetzt nicht die klassische Warnung, beispielsweise durch Sirenen, hat aber den Vorteil, dass die Sirene ja nur tröten kann. Aber durch eine Push-Mitteilung, durch Cell-Broadcast, kann man natürlich auch Informationen über die Katastrophe, über das Ereignis liefern. Dadurch kann man also mehr leisten, als es die klassische Sirene kann. Bin gespannt, ob das funktioniert. Andere Länder haben das schon umgesetzt. Da funktioniert es auch, aber das muss erst einmal, ich hätte fast gesagt, in Friedenszeiten, also ohne Katastrophe, geprobt werden. Denn wenn die Katastrophe eingetreten ist, darf sich der Staat nicht herausreden, hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Du hast ja richtig gesagt, fast jeder Haushalt hat ein Handy. Aber zum Beispiel im Haushalt der Familie Rach hat keiner sein Handy, auch unser Nachwuchs nicht, irgendwo im Zimmer rumliegen, im Schlafzimmer rumliegen, sondern sind vielleicht in der Küche, im Wohnzimmer oder in der Jackentasche. Das heißt, es liegt dann irgendwo entweder in der Manteltasche oder im Wohnzimmer oder in der Küche oder wo auch immer. Da ist es natürlich dann begrenzt, wenn es in der Schlafenszeit passiert. Ich probiere das diese Tage mal aus. Ich rufe dich mal morgens um 3 Uhr an, mal gucken, ob du rangehst oder nicht. Ja, ja, mach mal. Mobilbox. Wenn nicht schlafen kannst, mein Lieber. Ja. So, genau. Ist Hamburg eigentlich eine Millionenstadt? So. Da hat immer noch um Mitternacht irgendeine Fischbude auf, denke ich mal. Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie dann am Freitag ab 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.